Moin und hallo, herzlich willkommen zu Wir zocken was. Wie heißt das? Wir zocken was. Schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch live hier heute am Donnerstag. Und ich hatte in der Sendung, die dieser Sendung vorausgegangen ist, euch gefragt, per Vote, was ihr spielen wolltet. Wenn ihr das jetzt hier als VOD seht, klar, dann ist das für euch natürlich ein bisschen anders. Dann seht ihr nur dieses VOD und dann ist das alles schon vorbei. Jetzt allerdings würde ich gerne erstmal aufklären, was ihr denn gevotet habt, my dear Regie. Können wir das mal einblenden, beziehungsweise mir schreiben, was ihr von den Zuschauern für ein Votum erhalten habt, während ich hier ein bisschen noch an meinem Kaffee, den ich mir gerade noch schnell gemacht habe, in der kurzen Wartepause hier schlürfe. Schlürf. Ah, da ist es. Guck mal. Old World. 65%, 63%, wird immer weniger. Ja, viele von euch haben das schon mal gehört, Old World, ne? Oder beziehungsweise geht er jetzt erst live? Oder lief der schon die ganze Zeit? Wenn er jetzt erst live geht, dann warte ich natürlich noch ein bisschen, dass ihr alle nochmal fleißig wählen könnt. Ja, Old World ist, wie gesagt, so ein Civ-Spiel, was, glaube ich, ein bisschen komplexer ist. Da geht es auch echt um Dynastien und alles. Und das andere Spiel. Warte, kann ich das hier nochmal? Ich zeige euch das nochmal eben, um euch vielleicht ein bisschen zu helfen. Das hier, das sind die beiden Titel. Das ist Before We Leave und das ist Old World. Genau, man kann das eigentlich immer anklicken, ohne dass das direkt startet. Nee, scheiße. Jetzt hat das schon direkt gestartet. Ich wollte eigentlich nur mal die Infoseite aufrufen aus dem Shop, aber das hätte ich mir vielleicht denken können, dass das nicht mal. Ja, das jetzt seht ihr zumindest mal den Startbildschirm. Das ist so ein süßes Aufbauspiel irgendwie, in dem man ja vor sich hin bauen kann. Das habe ich auch noch nie. Ich habe beide noch nie gespielt. Muss ich dazu sagen, ich werde jetzt auch Tutorial-mäßig rangehen müssen. Und da sage ich, guck mal eben, was sagt der Vote? Könnt ihr die Vote nochmal reinblenden? Ich habe jetzt, Entschuldigung, das soll jetzt nicht suggestiv sein, dass ich dieses Spiel schon gestartet habe. Kann ich die Vote noch einmal sehen, bitte? Und dann weiß ich, was ich spielen soll. Wo ist denn der Vote, liebe Regie? Old World hat gewonnen. Ja, jetzt habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Kann ich das nicht mehr überprüfen? Aber okay, Old World hat gewonnen. Das bedeutet natürlich, ich spiele jetzt. Bevor wir die. Nein, Scherz. Natürlich spielen wir dann. Jetzt. Old World. Erstmal hier verlassen. Aber das würde ich mir später auch gerne nochmal angucken. So, wo bist du denn? Zack, Bibliothek. Dann spielen wir jetzt Old World. Was? Zack. Ja, das darfst du schon. Okay, pass auf, Leute. Da ist es. World. Das werden wir jetzt spielen. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich habe es ganz frisch runtergeladen. Ich habe es als Empfehlung von euch mal bekommen, weil es eben Civilization so ähnlich ist. Und ich mache mich erstmal klein. So. Und wenn ihr Tipps habt oder so, dann schreibt das gerne in den Chat, weil ich werde das gierig aufsaugen, eure Tipps, weil ich es, wie gesagt, selber noch gar nicht kenne. New Game, selbstverständlich. Machen wir mal gucken. Okay, jetzt fängt es erstmal an. So, ein bisschen mehr Sound für mich hier. So. Übrigens, ihr könnt noch heute, Empfehlung, das solltet ihr echt machen, Civilization für den Rest eures Lebens umsonst bekommen. Im Epic Store. Also, geiler wird's nicht. Civilization 6 für lau. Das würde ich euch echt empfehlen. Macht das jetzt. Geht jetzt auf den Epic Store. Holt euch das für umsonst. So. Also, choose leader. Nur das erstmal jemanden angucken. Ach, das ist ja alles auf Englisch. Was, Quatsch ist, oder? Kann man das nicht irgendwie, umstellen?
warum ist das? Weil das ist ja noch eine Early Access, deswegen, oder? Da ist noch kein Deutsch drin wahrscheinlich. Okay, wen haben wir denn? Ashurbanipal. I'm Ashurbanipal, King of the Universe. Mhm. Okay, das ist eine geile Vorstellung. Stellt euch vor, ihr lernt jemanden im Club kennen oder so. Hi, ich bin Sibylle. Hi, Sibylle. Ich bin Ashurbanipal. Ich bin der König des Universums. Ja, alles klar. Mehr muss man nicht sagen. Ja, Nebukadnezar natürlich. Der babylonische König. Dido. Hat die nicht ein Album rausgebracht? Mit Eminem auch ein Lied gemacht? Eine phönizische Prinzessin. Und dann haben wir... mein lieber Freund Max sagt mir gerade, die Musik ist ein bisschen zu laut. Besser? So. Vielen Dank für die Info. Hier auch im Chat lesen können, ne? Danke, Max. Musik etwas leiser. Dann haben wir natürlich hier, guck mal, Hatschepsut, Gesundheit. Und wen haben wir noch? Griechenland, Philipp, ja? Philipp von, ist das nicht der Vater von Alexander dem Großen gewesen? King Philipp von Mazedonien? Founder of the Unified Macedonian State. Ich meine, das war der Vater von Alexander dem Großen. Cyrus von Persien. Romulus von Rom. Romulus und Remus. Romulus war der Gründer. Romulus war der Gründer Roms, logischerweise. Also ich habe jetzt... Also auf Ägypten ist cool, weil wir haben vorhin uns die Pyramiden angeschaut. Philipp finde ich geil, weil es der Vater von Alexander der Großen ist. Rom. Weil Rom ist irgendwie geil. Wir nehmen Rom. Wir fangen mal an mit ihm hier, okay? Son of the God Mars. I was saved and raised by a she-wolf. With my twin brother Remus, aware of his cunning ways, I kept my caution around him and moved on to found my own tribe, unwilling to share my power with him. My humble beginnings as an unwanted outcast helped me find hardy men willing to fight alongside me. Unwilling to let us marry their daughters, we kidnapped and married them. Anyway, now I am allied with powerful tribes. The need to recast the narrative is a must. And I will become a righteous leader, blessed with divine favor. I am Romulus, and I have founded Roma, the city destined to rule the world. Ja, geil. Machen wir. Starts with iron working. Ja, und aristocracy und unique. Ah ja, Hastatus und Legion Families. Und er hat natürlich auch hier so Familien. Ja, das machen wir jetzt. Difficulty. Ist es das leichteste oder was? Ich hoffe doch. Map size, medium seaside. Random. Northern Ocean, Inland Sea. Continent. Machen wir seaside. Advanced Setup. Four Opponents, ja, finde ich gut. Rome, Barbarians, Passive, ja, finde ich gut. Standard. Lass ich einfach mal alles. Das schreibt ihr denn noch? Elgor, wann gibt es wieder eine Green Hell Session? Heute, Elgor, um 15 Uhr kommt die nächste Session Green Hell. So, hier machen wir mal Start. Start? Ah ja. Ah ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Yum, yum, yum. Welcome to Old World. As ruler of a young nation, you must lead your people to prosperity. Select your settler and establish your capital city. At this time, you will decide which family manages your capital, gaining the perks of that family. Ja, das mache ich doch. Guck mal, das sieht schon derbe wie Civ aus. Diese Hexagonfelder. Dann hier gibt es die Ressourcen an den Küsten, Flüsse. Die Verwandtschaft ist auf den ersten Blick bereits deutlich zu erkennen. Okay, ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Ich werde einfach mal reinspielen. Also okay, ich muss jetzt die Hauptstadt wahrscheinlich einer Familie zuordnen. Plus zwei, was ist dieses Rote da? Ist das Verteidigung? Sieht aus wie ein Schild. Verteidigung plus 50 City, Prozent City Defense, all new units start with Steadfast. 25% das. Aha. Ah, Essen, ist das Essen? Das Grüne sieht immer aus wie Essen. Landowners.
Das dürfte Culture Event, Culture, Culture, Culture. Und das ist Treasury. Das finde ich irgendwie ganz gut. Julius, so mit Bauen und das ist eher so Produktivität, oder? Statesman, komm, wir machen Julius. Machen wir das hier. Orders. Orders are an important feature of Old World. Units can move multiple times each turn, but each move consumes one order. Aha. Other actions, such as attacking or building, also consume orders. Your remaining orders can be seen in the lower left corner of your screen. We recommend that you first select your worker, so that you may begin to improve your land before you spend all of your orders for the turn. Okay, also ein Soldaten, das ist ein Scout und das ist mein Worker. Also das erinnert tatsächlich schon sehr an Civ. The worker. Workers build improvements for your city. Rural improvements such as farms and mines gather raw materials. Urban improvements such as barracks or shrines provide training or culture. Dann sollten wir mal erstmal anfangen mit Farms, oder? Guck mal hier. Build Shrine of Venus. Build Shrine of Mars. Build Nets. Build, okay, das ist der... Ah ne, Venus. Ja, ist es so die Göttin der Fruchtbarkeit und so? Und Shrine of Mars muss ja irgendwas mit Krieg zu tun haben, genau. Da ich das ist die leichteste Schwierigkeitsstufe, deswegen glaube ich, dass die militärisch wahrscheinlich erstmal nicht so aufmucken werden. Deswegen werde ich, glaube ich, mal Shrine of Venus bauen. Oder was ist das? Shrine of Diana. One level for unity. Aha. Was auch immer diese Ressourcen sind. Ich werde aber jetzt diesen Shrine of Venus bauen. Geh da mal hin. Zack. Und jetzt? Okay, da muss doch jetzt irgendwo... Da. Shrine of Venus. Dann mache ich das doch. Meine Farm ist wesentlich schneller. 5 Jahre. Plus 1, was? Nahrung plus 2, irgendwas anderes. Farm gibt plus 7. Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig. Aber ich baue da... Ach, guck mal, das ist auch ein 7er Feld. Aha, okay, ich check schon so langsam. Gibt es hier auch Kartenoptionen? Das ist ganz schön komplex, Leute, ne? Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, ich baue jetzt hier den Shrine of Venus. Venus! Scouts are a fantastic explorers and can see further into the unknown. They can also hide in trees, making them invaluable as an early warning against invading enemies. Send your scout out into the wilderness and look for new city sites and mysterious ancient ruins. Mach ich. Okay, Scouty Boy. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, Boy. So, natürlich gehen wir nicht direkt. Ah, guck mal da. Despoiled ruins. Scavenging through the ruins, we find significant amount of stone, iron and wood. However, local raiders could reach the ruins by nightfall. We can't fight them off, but we can carry some of the loot back home. Which of the three would you like us to bring home? Construction. Das ist ja lustig. Dann gehen wir nach Hause. Muss ich das jetzt manuell abliefern? Vermutlich, ne? So, und er ist da schon am Schuften. Okay, das ist hier meine Army. The Warriors, the first melee unit available to your nation. Melee units will form the backbone of your army, defending your you from enemy tribes and nations. Ja, das ist gut zu wissen. Aber ich wette, ich kann auch ein bisschen mit dem scouten, oder? Da sind zum Beispiel so Pferde. You've run out of orders. Ach so, your warriors can't act if you don't have an order to command. You get more orders at the start of your next turn. Jetzt check ich das. Okay, das heißt, ich muss die Orders hier richtig gut aufteilen. Interessant. Nee, bleib mal, ist gut. Okay, wie komme ich denn choose research? Das muss ich noch machen. Quarry, ja, stone cutting, das ist ganz gut. Trapping, Slinger. Und Camps Administration.
Interessant. Er empfiehlt mir auf jeden Fall das hier. Dann mache ich das auch mal. 4 Jahre dauert das. Okay. So, and here. Das bin ich, ne? So. Ah ja. Centralization or Vasallentum. Noble in the court insist that we clarify our stance on administration. Do we support policy of centralization or vassalage? Minus 15 unit consumption plus 25%. Wisst ihr, ich bin ja eher jemand, der gerne das Sagen hat. Und deswegen mache ich das hier. With strength in our power, trust our subjects to govern. Oh. The court will choose the law. Ach so. Was will denn der Court? Die sagen mir auch nichts. Nehmen wir jetzt das. Yes. Okay. Habe ich gemacht. Next Unit. Ja, hat die jetzt das Eisen schon nach Hause gebracht oder hat die das jetzt an Bord? Das habe ich noch nicht gecheckt. Ob ich die jetzt abliefern muss. Na, warte mal. Muss ich ihm jetzt irgendwas... Ne, er macht das automatisch. Meine ich. Hack, 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 hack. Da muss ich nichts mehr machen. Alter. Ja, komm, ich probiere das jetzt mal aus, ob der das jetzt nach Hause bringen muss, das Iron. Gibt's denn hier irgendein... Sentry? Nee. Okay, vielleicht hätte ich das auch nicht machen müssen, Leute. Vielleicht hat er das automatisch abgeliefert. Okay. Was ist das? Das sind schöne Rohstoffe. Ja, dann scoute doch einfach mal Cityside. Das da. Upp. Gehst du mal hier über die Berge? Hast du dich das? Oh ja, okay. Tutorial Unit fatigued. This scout has used all of its moves and becomes fatigued. The fatigued unit can be ordered to march, but moves after marching require twice as many orders. Okay. Ja, nee, dann bleib mal stehen. Habe ich keinen Bock drauf. Was mit dir hier, Homeboy? Du kannst immer in die Einrichtung scouten. Das kannst du doch. Aber ein braver Soldat. Über den Fluss kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Und hier? So, das ist jetzt auch durch hier, glaube ich, so wie das aussieht, ne? And here. Rival's turn. So, du gehst mal zur City Side. Kannst du jetzt nicht irgendwas machen? Offensichtlich nicht. Improvement City Side. Kann er nichts machen. Ah, hier, guck mal, Getreide. Okay, er hat keine Punkte mehr übrig. Bup. 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 Okay, er auch nicht. And here. Rival's turn. Ah, oh, Ferdis. Hallo, Ferdi. Und Schafböckis. Und Eisen. Tutorial Harvest Resource. Your scout has moved onto some sheep. A harvestable resource. Your scout can spend an order to yield a small amount of materials. Ah, oh, yes. Das machen wir doch. Sheep. Ich möchte, dass du das tust. Und zwar... Wie machst du das? Harvest Sheep. Too far from a friendly city. Ach so. Ja, dann kann ich das ja gar nicht machen. Dann war das ja sozusagen eine Lüge. Okay, und du gehst mal weiter hier in den Westen. Das scheinen mir hier große Berge den Weg zu versperren. Ja. Zack. So, was schreibt ihr denn so? Ich gucke nebenbei immer so ein bisschen in den Chat rein. Du hast deine Stadt noch nicht gebaut. Was? Achso, hier meine Stadt. Wieso habe ich die denn noch nicht gebaut?
Yoko Ono 83. Was da wie deine Stadt aussieht, ist nur ein möglicher Platz, um zu siedeln. Ach, was? Ernsthaft? Das ist... Sie muss ich erstmal einen Zettler errichten, oder was? Muss ich einen Zettler bauen? Das ist doch Quatsch. Das ist ja interessant. Ja? Die Stadt ist noch nicht gesetzt. Tatsächlich, offensichtlich ist sie noch nicht gesetzt. Also ich muss jetzt tatsächlich hier einen Settler bauen, ja? Sehe ich das richtig? Wo bist du, Yoko Ono? Du bist jetzt mein Ambassador. Mein Chat-Ambassador. Die Stadt Rom ist schon gebaut. Da ist doch schon eine Stadt. Ja, ich dachte auch, da wäre eine Stadt, lieber Biaki. Aber mein guter Freund Yoko Ono meinte, das ist noch keine Stadt. Und wer bin ich, dass ich Yoko Ono widerspreche? Ich werde aber natürlich jetzt hier auch mal den Settler bauen können, der dann eine zweite Stadt gründet. Oder wie sieht das aus? Rom ist gebaut und in einer Runde kommt ein Siedler. Na gut. Dann warte ich doch diese Runde mal ab. Da müsste jetzt ja so langsam mal ein Siedler kommen. Judaism founded in Memphis. Das ist natürlich nicht das Memphis in den USA, sondern das Memphis in Ägypten. Zoroastrianism founded in Susa. Da ist er. Ja, Leute. Du hast gleichzeitig einen neuen Siedler gebaut und das hat mich verwirrt. Yoko Ono 83. Alles in Ordnung, mea culpa. Okay, Yoko Ono. Sehr schön, aber bitte in Zukunft besser aufpassen. Ich verlasse mich sehr auf dich. Und ich werde jetzt natürlich selbstverständlich. Hier ist natürlich mega geil. Ressourcen, Schafe, Eisen, Pferde, Gelump. Die Frage ist, wie weit ist denn der Einzugsbereich einer Stadt? Wie weit weg muss ich siedeln? Könnt ihr mir das mal beantworten? Wie viele Felder ungefähr, also bei Civ ist das Einzugsgebiet einer Stadt 3 Felder. Also 1, ja, ich gehe mal näher ran, 1, 2, 3. Das wäre der maximale Einzugsbereich einer Stadt. Und oft reicht das auch, wenn man sagt, okay, ich nehme die ersten beiden Ringe um die Stadt rum. Wenn man aber wirklich alles haben will, dann maximal 3 Ringe. Wie ist das hier? Könnt ihr mir das mal eben sagen? Ich warte kurz. Ich gebe euch die Zeit, mir zu antworten. Auf den Cityside-Sachen kannst du nur siedeln. Oh! Ach so! Ach so, ich kann nur hier siedeln dann. Genau, Yoko Ono, du bist jetzt mein Assistent. Ist doch klar. Da musst du jetzt auch ein bisschen auf Zack sein. Ich habe immer noch keine Antwort auf meine Frage von dir bekommen. Aber okay, man kann nur auf den City Side siedeln. Das schränkt mich natürlich ein bisschen ein. Aber dann mache ich das natürlich. Ach, guck mal, hier habe ich auch richtig reiche Beute. Und eventuell... Ah, das sieht doch ganz gut aus. Guck mal. Ich mal hier so. Hier sind so. Da ist ein Berg. Das ist wahrscheinlich für Verteidigung gut. Ah, du gehst da mal nach da, bitte. Kannst du da mal jetzt mal hingehen, oder was? Oh boy, ich hab dir gesagt. Du bist jetzt mehr. Ach so, mehr kann er nicht, ne? Na, bis da kann er noch. Jetzt sind seine Punkte aufgebraucht. Okay, dann kannst du die nächste Runde weitermachen. Mein tapferer Krieger, der wird nochmal hier ein bisschen lang laufen. Ah, hier hat er auch wieder was entdeckt. Gucken die an, was ist das? Ressourcen. Oh, okay, der hat auch nichts mehr. Da mein Scout, der ist doch jetzt nicht mehr müde, oder? Ah, ein paar Pferde noch. Oh, guck mal hier. A gruff chieftain arrives from the Sicilians. She demands that we surrender immediately or suffer a brutal extended conflict with her people.
You are advised to submit without further delay, for if I bring my army into your land, I will destroy your farms. Ich hab noch keine. Slay your people and raise your city. Lol. Ich weiß nicht, ich bin fucking Romus. Ich hab Rom gegründet. Ich hab am Euter des Wolfes gesaugt. Also. A system's memory becomes could lead to future events. Was heißt denn if? Memory 40, Opinion 40. Also das mache ich hier schon mal gar nicht. Ich als genau Legomio, ich werde denen doch keine Tribute zahlen. Okay, lass mich mal kurz mal checken. Das hier ist auf jeden Fall direkt ein Krieg. Und das bedeutet wahrscheinlich nicht direkt Krieg, aber Ablehnung der Forderung. Deswegen mache ich jetzt mal das. Whatever. Da sind die Skizzians. Guck mal, die sitzen da in so einer Holzpalisade rum. Und wollen mich hier vollnühlen. Aber dann weiß ich, wo die sind. Und die wissen aber noch nicht, wo ich bin. Deswegen bleib's mal da stehen. Ich näher mich denen mal an. So, und ich guck mal hier. Ich würde gerne näher auch daran. Ich weiß nicht genau, wo die nächste Siedlung für mich möglich ist. Hier ist ein Berg. Das müsste mir wahrscheinlich Verteidigung geben. Ne? Wo ist denn jetzt mein guter Freund? Da. Wichtig sind besonders die Ressourcenfelder, besonders Eisen, Marmor, Stein und so ein Kram. Ja, danke Jokohon83. Sorry, war verwirrt, hab grad geguckt, wenn du auf Siedeln geklickt hattest, was war die Frage? Och, Jokohon, du musst jetzt aber besser aufpassen. Du bist jetzt hier mein Ambassador, mein Chat-Ambassador. Das kollektive Wissen des Chats wird durch deine Stimme ausgedrückt, okay? Kann ich immer auf dich gucken. Okay, Yokohono, bist bei mir? Alles klar. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf dieses Feld. Weil das irgendwie auf dem Berg ist. What? Ach, er kann nicht mehr. Ach Gott, er ist schon wieder am Ende. Ja gut, dann bauen wir jetzt hier erstmal was Geiles. Und zwar Worker, Scout oder Militia. Ja, ich mach nochmal einen Worker. Ich will das hier. Ich will, dass meine Stadt richtig geil. Tutorial Marriage. You have accepted a marriage proposal for a member of your family. Marriage is a useful diplomatic tool for forming bonds with other families, tribes and nations. They also allow your family to continue their line with the legitimate. Heirs, who will be eligible to take over once your current ruler is gone. Okay. Das heißt, ich muss heiraten und Kinder kriegen. Beim Hovern über die einzelnen Felder müsstest du ein Einzugsgebiet für die Stadt angezeigt bekommen. Ah. Ja, das macht doch dann, also da macht gar keinen Sinn. Dann auf jeden Fall, guck mal, das erweitert sich immer nach, nein, das macht ja gar keinen Sinn. Ich verliere hier, jetzt verliere ich, da verliere ich jetzt im Westen ein Feld, okay, aber hier verliere ich ja gar nichts. Guck mal, da bekomme ich ja lediglich. Guck mal, zum Beispiel, das ist doch das Beste. Da habe ich ja das Weizen noch bei. Den Weizen. Die Weizenfelder. Und hier, das ist aber eine komische. Okay, dann gehe ich natürlich an den da. Oder was? Ja. Was schreibt denn mein Freund? Ah, okay. Gut, your second city. Your capital has finished training a new settler. Settlers are the key to expanding your empire by founding new cities. Take the settler to a nearby city site to establish a new city.
When you found your city, you'll have to choose which family to grant it to. This family will provide powerful bonuses to the city, so consider carefully before making your selection. Natürlich. Ich mache nichts gedankenlos. Choose Research. View Tech Tree. Leute. Okay. Okay, das hier ist eher so Sovereignty, Tyranny, Husbandry, Food Boost, Labor Force. Can add road. Das ist ganz gut, wenn ich eine Straße zu meiner zweiten Stadt bauen kann, oder? Stone Cutting, Trapping. Trapping. Ja, ich habe ja. Was brauche ich denn für diese Wasserressource da? Die habt ihr da so einige von. Was bringt die Lauf aus? Ironworking. Das hier wird mir empfohlen, oder was? Stone Cutting? Stone Boost? Oder das hier? Camp Camels Elephants. Okay. Okay, pass auf. Machen wir mal. Erstmal das hier. Um zu gucken, was jetzt hier Phase ist. Probieren wir das mal aus. Administration discovered. Können wir ein bisschen lauter machen eigentlich, Leute? Kleines bisschen? Damit ihr den Wind auch rauschen hört. Administration discovered. Trapping, ja. 3 Jahre? Ja, das habe ich doch gesagt hier gerade. Mach das doch. Okay. Choose Research. Was habe ich doch gerade gemacht? Ach was, warte mal. Wie? Habe ich das jetzt schon researched? Nee, 3 Jahre. End year. Okay. So, Leute. Du gehst dann mal, wie ich das gesagt hatte, dahin. Was? Das dauert. Wie lange dauert das denn? Wieso dauert das denn so lang? Und jetzt baust du hier eine Stadt. Settler? Da. Found Fabius. Family, 2 Defense, Food. Okay, das Problem ist, ich nähere mich ja hier schon diesen anderen Brutalinskis. Vielleicht sollte ich da auch mal ein bisschen auf Defense noch achten. Specialist per Year. City Defense. Aber die sind wahrscheinlich einfach auch mega schlecht. Man muss ja seine Grenzen auch sichern, ne? Vielleicht mach mal hier Defense. Damit die hier nicht angeschissen kommen. Geil, meine zweite Stadt. Mega nice, guck mal. Mein Imperium wächst und gedeiht. So, wie sieht's denn hier aus bei Yoko Hono? Du könntest vielleicht auch einen zweiten Arbeiter bauen. Die verschwinden nicht wie bei Civ, sondern schlucken pro Arbeitsjahr nur einen Kommandopunkt. Ah, das ist interessant. Okay, vielen Dank, lieber Yoko Hono. Das mache ich doch glatt. Next Unit. Ach, da ist ja mein Arbeiter. Der hat jetzt einen Tempel da gebaut. Guter Mann. Und jetzt kannst du mal, guck mal, da krieg ich plus 1 Crabs, plus 5 Essen. Hier krieg ich 5 Essen. Oh. Enables Farmer. Natürlich, hier haben wir eine geile Ressource, ne? Also gehen wir erstmal hier auf die Ressource. Und dann kannst du mal hier warte mal. Wo kann ich das jetzt machen? Netz da. Geil. So, Scouty McScoutenstein, der verlässt hier mal diese unfreundlichen. Hier ist immer noch Küstengebiet. Ich würde gerne mal. Bin ich hier komplett an der Küste lang marschiert auch? Oder gibt es hier noch einen Platz, an dem ich siedeln kann? Na, hier ist tatsächlich Küste. Die Küste müsste hier lang gehen. Pass auf, dann machen wir das mal so. Du gehst mal. Hier lang. Oh, Barbarians! Toshka Lakes. Krass. Special Units, ja, die sind natürlich hier. So. Hier ist wieder so ein Gebirgskamm. Da ist Ägypten.
dann macht es vielleicht Sinn, erstmal nach Norden zu siedeln, um den Ägyptern so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Dann gehe ich mal ein bisschen nach Norden. Also. Aha. City Site. Guck mal. Das heißt, hier kann ich wieder bauen. Okay, da ist die nächste City Site. Bisschen nach Norden gucken. Hier reicht mir. Choose Production. Okay. So, mein Freund. Du machst jetzt mal direkt ein zweiter. Wie funktioniert das hier eigentlich? Woran sehe ich denn? Also so ein Civix Warrior. Na, vielleicht auch erstmal ein Warrior, oder? Komm, wir haben erstmal einen Warrior. Weil hier sind die Schweine daneben an. Oh, ich habe keinen Bock, dass sie mich platt machen. Deswegen mal ein Warrior. Mach ich jetzt zwei Warriors? Ah, jetzt habe ich einen Warrior. Ja, okay. Gut. And hier. Sehr schön. So, was schreibst du? Yoko Ono, meine Wälder, was? Achte beim Ausbauen von Ressourcen darauf, dass auch alle Ressourcen verbraucht. Was? Das ist auch alle Ressourcen. Achte beim Ausbau von Ressourcen darauf, dass das auch alles Ressourcen verbraucht. Holzstein zum Beispiel. Und momentan produzierst du beides noch nicht. Was? Wie? Darum war deine Startposition auch ein bisschen schwierig, weil du da noch keine Wälder hattest. Ist wohl zufallsgeneriert, ja, selbstverständlich. Okay. A marriage proposal has arrived from the Fabius family for King Romulus the Founder. What do you think of these options? Hortensia Fabia the Hero is best option oder Attia Fabia the Commander? Okay. Discipline, Courage, aber Charisma hat die gar nicht. Die hingegen. Wie alt ist die denn? Die ist 20, das ist schon ein bisschen alt, ne? Die ist 19. Female Fabius, Archetype Hero. Gracious, 2 Charisma. Courage, 3 Charisma, 2. Opinion for you, cautious. Guck mal, Opinion, die hat eine hohe Meinung von mir. Plus 40. Aber die hat einfach mal überhaupt gar kein Charisma. Und die ist bitter, also wie, die ist irgendwie verbittert, weil sie mit 20 noch nicht verheiratet ist. Ist sie verbittert oder was? Warum will mich denn jetzt die andere nicht? Hortensia, warum will die mich denn jetzt nicht? Ich meine, die ist immerhin gracious. Discipline 2, Courage 2, Charisma minus 1. Und die hat, guck mal, die hat 5 positive Punkte und die hat nur 4 positive Punkte plus 1 Minuspunkt. Sind 3 positive in der Bilanz und die hat 5 positive. Da will ich natürlich Hortensia heiraten. Ich will die Hortensia heiraten, aber die mag mich hier. Die hat schon richtig eine, Nee, guck mal, genau. Die hat schon eine hohe Meinung von uns und die halt gar nicht. Was ist hier los? Wo bist du? Yoko Ono, wo bist du? Yoko Ono. Warum kriege ich hier keine weiteren Informationen angeliefert? Ich verstehe das nicht. Yoko Ono, wo bist du denn? Wo bist du denn? Der ist einfach nicht mehr da. Das muss ich mal reinziehen. Dann heirate ich jetzt Hortensia. Die werde ich schon irgendwie, ich werde mich schon mit ihr arrangieren. Jetzt habe ich die geheiratet. Wehe, die macht mir Stress die ganze Zeit. Sympathie ist auf dem Schwierigkeitsgrad irrelevant. Lässt sich das in die Realität übertragen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber okay, cool mit mir. Dann können wir jetzt uns irgendwas Cooles wieder raus. Husbandry. Ich finde, ich meine, das bedeutet natürlich nicht, dass man ein guter Ehemann ist oder so. Aber ich finde es lustig, dass ich gerade geheiratet habe. Jetzt kann ich Husbandry entwickeln. Das gefällt mir irgendwie. Was wird mir denn... Das wird mir hier vorgeschlagen, dann mache ich das. Okay. Tutorial Ambition. You have unlocked the ability to choose an ambition. Ambitions are goals that your families would like for you to pursue. And completing them will grant you and all of your descendants a permanent boost to orders.
Das ist doch gut. Completing an ambition immediately unlocks another, and completing 10 will win you the game. So always do your best to fulfill your current ambition. Here are a couple of simple ambitions to get you started. Control 4 cities, kill 5 enemy units. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ja, dann mache ich da erstmal Control 4 cities. Das kann ich aktiver beeinflussen, indem ich einfach welche gründe. So, next unit. Genau, du guckst dir immer die City Side an. Hier können wir die nächste City bauen. Schön im Wald drin. Ah, guck mal hier, das sieht gut aus. Da gibt es dann immer hier Schäfchen. Ah! Schäfchen. Ist das? Ah. Aber so mein Sichtradius erhöht sich nicht, wenn ich auf dem Hügel bin, oder? Kann das sein? Guck mal hier, diese kleinen Widder da. Ja, geil. Dann gehe ich als nächstes hier an den Karoon Lake. Ah, schön an einem Süßwassersee gelegen. Hier habe ich doch schön nah dran. Da nicht, sondern hier direkt am See. Wir da oder da. Mal gleich mal gucken. Next Unit. Ja, meine treuen Soldaten. Mal hier lang. Ah, hier ist die nächste City Side. Guck mal, Leute. Dann wissen wir Bescheid. Eine nach hier links. Eine hier nach Nordosten. Sehr gut. So, Zeit nochmal zu gucken. Nichts Neues von Yoko Hono, alles klar. Tutorial Succession. Your family line has a new heir, Prince Appius Fabius. Hallo, kleiner Mann. Training strong heirs will be vital for the survival of your nation, as once your current ruler is gone, someone will need to take the reins. Once your heir has grown up a bit, you'll be able to choose a subject for them to study, guiding them into the role you need them to fulfill. Your family is able to do more than rule, though. Employing them as governors and counselors can be powerful options as you build your court. This day is for celebration! Prinz Appius Fabius, noch nicht ein Jahr alt, ne? Cautious. Opinion of you cautious. Alter, ernsthaft? Opinion of you cautious? Wird gerade geboren, so, ah, ich bin ein bisschen misstrauisch, ich kenne dich nicht. Du sagst, du bist mein Vater, aber ganz ehrlich, was hast du jemals für mich getan? Du musst dich erstmal etablieren hier in meiner Welt. Das sagt der kleine Zwerg. Na schön. So, next unit. Ach hier, meine Scouties. Guck mal, hier gibt es in Reichweite auch so ein bisschen Eisen. Kann ich das jetzt wieder eigentlich harvesten? Harvest Silver. Ja, das mache ich doch. Mit Silver harvesten. Geil. Und das ist jetzt direkt irgendwo hier angelangt. Hoffe ich doch. Sehe ich gerade nicht. Irgendwo muss hier mein Silver sein. Okay. Da kommt gleich mein Arbeiter, dann gehst du mal nach Memphis. I'm walking nach Memphis. I'm walking with my shoes. Dann gehst du mal noch mal ein bisschen. Oh, das ist ja eine riesige Möglichkeit hier zu siedeln. Ach, da kann ich auch. Kann ich alle nutzen? Natürlich sehr dicht beieinander, ne? Aber wenn ich einen hier an die Berge ran dötz und den einen hier, das geht doch. Hm, was meint ihr? Hier unten habe ich noch einen Scout. Komm, wir nehmen mal die Punkte und laufen mal zum sagen wir Memphis End hier. Ah, er ist fertig geworden. Hier, guck mal. Er hat hier wunderbar diese Fischerboote gebaut. Und hier baust du auch nochmal Fischerboote. Machen wir hier ein Netz. Zack, da krieg ich richtig Nahrung. Das ist wichtig. Bürger wollen Nahrung, Bürger sind hungrig. So, das ist mein nächster Worker. Nein! Ah, oh, verklickt! Nein. Worky Work mit Workenstein. Du sollst hier hin. Du baust nämlich hier. Ach was, ich kann hier auch eine Mine bauen? Aber er will, dass ich eine Farm baue. Muss aber demnächst auch mal eine Mine bauen. Aber hier baue ich erstmal die Farm. Das ist gutes Farmland. Und danach baue ich dann
Und meine Mine für Produktion wahrscheinlich. Was ist das? Kann ich das hier eigentlich? Tutorial Nation Contact. You've encountered a rival nation. Other nations are your primary opponents in Old World. However, successfully engaging them diplomatically can lead to gaining a powerful trade partner and ally. It will be up to you to decide which nations are worthy of being your allies and which should simply be conquered. Okay. Ah, siehst du auch. Queen Hatshepsut of the Founder of Egypt. 38 ist sie schon. Sie hat auch schon einen Thronfolger. Princess Neferu of Egypt. Egypt. Spouse is King Consort Neferkare. Aha. Und der General ist ein Slinger. Archetype Bilder inspired. Okay. Ja. Mal gucken, ob ich dich leben lasse. Oh, hier ist auch noch. Guck mal, hier sind auch schon zwei Städte. Ist bereits harvested. Und ich könnte hier siedeln. Guck mal. Ich könnte die richtig, richtig abfacken. Und siedel einfach komplett da, wo die eigentlich hin will. Und ich klaue dir erstmal alles. Und das Gold auch gleich. Damit die nichts mehr haben zum Leben. Interessant. So haben wir das also harvesten. Okay. Hier. Oh, nein, Choose Production. Okay, Roma hat gerade einen Arbeiter gebaut. Einen Warrior haben wir. Jetzt bauen wir mal noch einen Settler. Ich gucke nochmal. Ach, Yogohuna. In der zweiten Stadt bitte nach dem Krieger einen Arbeiter bauen oder den ersten Arbeiter dorthin schicken und einen Holzfäller, eine Holzfällerei bauen. Okay, das kann ich natürlich machen. Das mache ich, Yokohono. Kinder sind super in dem Spiel. Ha, mit 3 bis 5 kannst du ihn in die Schule Ausbildung schicken und in knapp 20 bis 30 Zügen bist du dann tot. Und er kommt an die Reihe. Ja, aber wo ist denn meine Motivation, den direkt auszubilden, wenn ich dann tot bin? Das ist ja wie bei den Lachsen. Oh, jetzt habe ich geleicht, jetzt kann ich auch jetzt erst leichen, dann eine Leiche. So leicht mache ich mir das nicht. Also, das, der soll ja noch ein bisschen von meiner Erfahrung profitieren auch, oder? Was meinst du? Na gut. Your wife has given birth to a daughter, Drusilla. Oh, guck mal. Drusilla, herzlich willkommen in der Familie. Drusilla. So, hier ist schön Wald. Choose Research. Das wird mir hier empfohlen. Das mache ich doch einfach. Die leuchten. Aber das wird mir hier empfohlen. Recommend. Das nehme ich dann auch. Ex-Unit. Gold klauen. Los. Klau das Gold. Der ist einfach der Geilste. Der harvestet einfach alles, was er sieht. Harvest Jeep. Ich klau dir einfach alles. Hier ist noch eine City Side. Ah, hier war die schon. Harvest Horses. Tschüss. Also Scouts scheinen mir hier wirklich sehr stark zu sein. Oh, da sind ja die Barbarians. Das hätte ich ja völlig vergessen. Too far from a friendly city. Okay, das kann ich noch nicht harvesten. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Ich habe ja auch noch ziemlich viel Shit rumliegen. Dann mache ich das auch zukünftig mal. Kann der das auch? Nee, ne? Nee. Der kann nicht. Ah, nee, das kann nur der Scout. Okay, next unit. Ah, ja, hier. Okay, pass auf. Soll ich den mal zu den Barbaren schicken? Was meint ihr? Ich meine, wo sind die denn da? Kann ich mal machen, oder? Soll ich nicht? Boah, das dauert natürlich echt lang. Production, dann baust du jetzt mal einen Worker. Okay. So wie mir empfohlen, baue ich da einen Worker. So, next unit. Ach, der hat ja noch. Upp. Ein Kanal. So. Ah, da!
das sind doch Barbarians. Ah, die holen wir uns jetzt. Die holen wir uns jetzt gleich. So, ich gucke noch mal kurz, was schreibt ihr? Wenn man Gold- und Silberfelder als erstes betritt oder entdeckt, findet man auch oft immer eine kleine Menge davon. Ja, das ist doch gut. Remulus ist angry. Ja, Remulus ist nicht nur angry, sondern auch tot. Den habe ich doch ermordet, oder nicht? The Julius family stages a contest of rhetoric discussing the merits of our highly centralized state. Das sieht dem ähnlich. They request that the court send a royal scholar to defend the status quo. Despite appearances, the Julie assures us that their interest in the matter is purely theoretically. Hire a master orator to speak on our behalf. Send whoever has the spare time. Refuse to subject our policies to debate. Ja, das hier mache ich jetzt. Plus 10 Opinion, minus 10 Opinion, ach, minus 20 Opinion. Da finden die mich gar nicht geil. Ja, das ist natürlich das hier, ist doch klar. Warum denn nicht? So, was schreibt ihr noch? Ja, noch nichts Neues eingetroffen hier von meinem guten Freund Yoko Hono. Aber das heißt, dass er wahrscheinlich sehr zufrieden ist mit mir. Die Musik ist irritierend. Ist sie grausam? Soll ich die irgendwie ausmachen? Kann ich auch ausmachen, bestimmt. Gibt es in den Options für mich die Möglichkeit? Ist doch gar kein Problem. Options? Audio? Music Volume. Bitteschön. Bitteschön. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie nah darf ich mich denn an die Barbaren ranwagen? Offensichtlich, okay, Feierabend. Nächste Unit, nee, erstmal diese hier. Die will ich erstmal nehmen. Soll ich die mal angreifen? Was passiert denn jetzt? Kriege ich irgendwie eine Vorschau geliefert? Weil die können ja gar nichts. Geil. Schon komplett fast hinüber. Kann ich nochmal? Nee, schade. Achso, der ist schon fertig. End hier. So, in einem Jahr sind auch meine Fischis fertig. Und die Farm ist auch fertig. Das ist doch gut. Warte mal da stehen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier passiert ist. Haben die mich gerade angegriffen? Ich hatte das Gefühl. So, die sind, hängen nur noch an so einer halben Sehne. Ihr Leben ist im Prinzip verwirkt. Und da kann ich ja auch eine Stadt bauen. Aber ich wollte erstmal nach Norden, um hier den Ägyptern direkt mal zu zeigen, wer hier König ist. Okay, dann wollte ich jetzt meine Mine bauen. Baut man ja normalerweise eher auf Bergen, ne? The Hanging Gardens. Ach, guck mal, man kann hier auch... Okay, pass auf, das ist natürlich auch ganz geil. Build Mine. Da. Dann baust du mal da eine Mine. Muss ja am besten irgendwie am Hügel sein. Guck mal hier, das kann ich ja alles bauen. Eine Mine gibt mir plus 8 Schmieden. Shit. Quarry. Plus 5 vom Quarry. Ne, wir machen jetzt hier die Mine. Sehr gut. Scouty. Schleicht sich da, guck mal hier. Biesel flink an denen vorbei. Aber hier ist Feierabend. Hier darf ich nicht hin. Hier ist die Map zu Ende. Lustig. Er schleicht sich hier zwischen diesen aufmüpfigen Leuten hin und her. So, du hast erfolgreich eine Fischerei da errichtet. Was ist das? Wildnetz.
Ach, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, machst du das? Schiff, 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 Netz. Luxury. Luxury ist gut. Crabs. In 3 Jahren. Ach, wir sind richtig eine Fischernation hier. So, wer wartet noch? Du wartest noch auf Befehle. Ah, Sissians. Guck mal, da sind sie schon wieder. Mit ihren Horsemen. Kann ich die angreifen? Nö. Warrior Attack. Ja, das sind die Nachrichten von eben. Ja, dann lassen wir die Sissians mal. And hier. Great Bitter Lake. Ja, guck mal hier. Hier ist die Karte schon vorbei. Ach, ich kenne die Dinger hier. Harvest Horses? Too far. Ach ja, okay, shit. Geht natürlich dann nicht. Ja, hier ist die Map schon vorbei. Ist die shit? Na gut. So, bevor ich jetzt hier irgendwelche Entscheidungen treffe, möchte ich mal erstmal hier diesen Kampf hier gewinnen. Gegen die Barbarians. Yes, City Side. Und hier irgendwelche Ancient Ruins oder was das ist, auch noch entdeckt. Was sind das für geile Fische? Nee, das sind Muscheln. Tutorial Unit on Cooldown. Your Warrior is on Cooldown. And can't take any more actions this turn. Okay. Das können wir gerne so machen. Dann ist er halt on Cooldown. So, was sieht, schreibt ihr da noch so? Vorschau oben links. Was meinst du damit? Wenn man Gold und Silber. Okay, das heißt Vorschau oben links. Ja, 13 Jahre bin ich schon an der Macht. Naja, na gut, pass auf. Er darf dir irgendwie nicht angreifen aus irgendeinem Grund. Dann scoutest du mal weiter rum. Okay, zack, and here. Sovereignty discovered. Geil, dankeschön. Dann nehmen wir natürlich das hier als nächstes. Tyranny or Constitution. Tja, the time has come. We can either seize control of the court and adopt tyranny, or we can allow for the creation of a national constitution. The people await our answer. New law, minus 400 production oder was? Tyranny plus 5, plus 10 defense per year, all cities. Plus 1, was ist das, Steckdose pro Jahr? Plus 20 per military unit in territory. New law, constitution, kostet mich 400. Von diesen Hämmern, das ist der Preis dafür, einfach um das freizuschalten oder was? Unlocks decree in capital plus 10 per year. Wisst ihr was? Militärisch fürchte ich niemanden, deswegen brauche ich glaube ich keine Tyranny, sondern dann mache ich hier das. Weil ich auch ein geiler Typ bin. Okay, wir sehen das hier Ende im Gelände. Aha. Ich brauche mehr Siedler, eindeutig, du. Geht natürlich nicht. Da, diese Holy Site. Die Holy Site, die hole ich mir, aber mit dem Scout lieber. Der hier, wo war das andere Barbarencamp da oben? Geh dann einfach mal hin. Ist ja auch, finde ich, eine ganz gute Message zu diesen Sissians, die da der Meinung sind, sie können ja irgendwie einen Larry machen. Blossoming Tree Tower over the dusty ruins providing ample shade. Their branches are heavy with ripe fruit. A natural orchard stretches for miles. How will you use this excellent source of food? Take the fruit home? Chop down trees. Let our artist gaze on the scene for inspiration. Ne, wir brauchen das hier. Ich mache mal chop down the trees. Weil ich habe, oh, ich habe 300 Trees. Ist das viel? Und das ist eher so eine geistige Währung offensichtlich. Ich nehme die Trees. So Lemon Trees. Holy Side. Okay, next unit. Kann die sich auch irgendwie heilen oder so? Promote.
Fierce vs. Infantry. Ich kann die jetzt promoten oder was? Combat 1. Strength 5%. Lean zu Combat 2. Focus. Promote to Focus. Critical Chance plus 10%. Auch nicht schlecht. Shieldbearer vs. Ranged. Fierce. Promote to Fierce. Strength, 10% gegen Infantry. Ja, machen wir mal hier gegen Infantry. Our warrior unit has been hard at work training for battle and they are ready to take orders. Will you take the role of general and lead them? You can disable tutorial events. Was? No, I'm needed in the capital. Yes, I belong on the field of battle. Aha. Da steht jetzt aber nicht, was das mir bringt. Aber ich werde nicht benötigt. Ich werde jetzt erstmal das da machen. Ich will da ein Capital weiter nicht beweisen. Wisst ihr, Rom ist halt auch ein intriganten Stadel, ne? Da, oh, was ist denn hier los? Sissians. You are now known as the Explorer. Vulgar Speech. Graffiti, ach, ist das nicht das, worüber ich bei Moin Moin noch geredet habe? Graffiti has scrawled across this ruined structure. One of our court scholars recognizes it as vulgar speech. A Latin dialect used by the lower classes of several extinct tribes. There are very few examples of this traditionally unwritten language. Display the graffiti in our palace yard. Study the writing and try to replicate it. Vulgar language should be lost. Replace it with my royal sigil. Nee, Alter. Das ist ja völlig. Das ist ja Ego-Gehabe. Das hier ist gut. Forschung ist gut. Pro Forschung. Tutorial Legitimacy. Legitimacy. So, wir machen an dieser Stelle, bevor ich mich hier gleich diesem Tutorial für Legitimacy wende, gucke ich nochmal kurz im Chat. Bei Mitkämpfen besteht die Gefahr zu sterben. Da du aber einen Nachfolger hast, müsste das eigentlich okay sein. Pff, ja, lieber das Letzte. Jetzt habe ich zu spät geguckt. Suche mal in deiner Umgebung nach einer Quelle für Eisen. Das ist bisher das Einzige, wo du noch miese machst, jede Runde. Oh, das ist natürlich doof. Ach, die Kampfvorschau. Ja, Eisen, aber ich hatte doch hier Eisen irgendwo in der Nähe. Da. Nee, Silver. Hab ich nicht irgendwo noch Eisen entdeckt? Da. Oh mein. Siehste? Da schicke ich mal meinen Scout gleich mal hin. Wo ist er denn? Hier ist Scouty McScoutenstein. Der ist ganz müde. Der geht gleich mal zum Eisen, birgt das mal. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt machen wir mal eine klitzekleine Werbung. Liebe Regie, seid ihr bereit, mal ein bisschen Werbung zu machen eigentlich? Mal ein bisschen Kohle zu verdienen, richtig reich zu werden? Ich hoffe doch schon. Gebe euch ja auch ein bisschen Vorlauf. Deswegen, ihr Lieben, gleich sind wir wieder da. Und wir machen ein kleines bisschen Werbung. Bis. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück live hier heute am Donnerstag. Schön, dass ihr da seid. Leute, ich hatte eine kleine Werbeunterbrechung und ich habe jetzt hier das Intro für unser Let's Play gestartet, weil jetzt gibt es nämlich eine neue Session. Ich habe mir gerade überlegt, in der Werbung, wir haben jetzt noch anderthalb Stunden live, dass ich Before We Leave auch gerne nochmal ausprobieren würde. Old World hat auf jeden Fall Potenzial, das werde ich mir nochmal weiter angucken. Ich habe ja meinen ersten Eindruck gewonnen, ihr vielleicht auch. Und jetzt schauen wir uns mal das zweite Spiel an, Before We Leave. Lieben Dank an der Stelle an Yoko Hono für die Tipps und Tricks. Und wir machen jetzt eine Runde dieses Spiels. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Kommt mal mit in mein Spiel. Bep, da sind wir. Wie ist die Mucke? Kleines bisschen lauter können wir die Mucke machen. So, pass auf. Zack. So, jetzt gucken wir uns da hier. Ja, machen wir mal. Einführung. Vor langer Zeit zog sich die Menschheit in unterirdische Bunker zurück, um einer Katastrophe von galaktischem Ausmaß zu entkommen.
Ach, das war's. Mehr der Geschichte konnte ich jetzt leider nicht mitbekommen. Endlich ist es soweit. Nach einer ewig anmutenden Zeit kommen deine Bürger aus ihrem unterirdischen Schutzraum wieder an die Oberfläche. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um dich in deiner neuen Heimat zu bewegen, und zoome mit der mittleren Maustaste hinein und heraus. Das mache ich doch glatt. Und wisst ihr was? Das erinnert mich sehr an Populous damals. Kennt ihr noch Populous? Von vor 30 Jahren oder so? Und so ein Gottspeer. Das sieht sehr süß aus. Hat auch diese Hexagonfelder. Zoome mit der Kamera. Okay. Dorf errichten. Geben wir deinen Bürgern ein Zuhause, in dem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Wenn du mit dem Platzieren fertig bist, kannst du das gewählte Gebäude mit einem Rechtsklick abwählen. Okay, also alle Gebäude müssen an einer Straße sein. Nee, ist ja gar keine Straße. Baue drei Hütten, baue eine kurze Straße. Da muss ich mal schnell mit der Straße anfangen, oder? Straße. Ach, irgendwie, entschuldigen Sie bitte. Ich möchte mich entschuldigen, kann ich das zurückkriegen? Ich habe es ausgesehen. Hier ist schon eine Straße gebaut. Da darf ich nicht, okay. Denn da ist auch noch ein Haus. Guck mal, machen wir mal hier. Ich habe gerade aus Versehen hier so eine Straßenshit gebaut. Aber na gut, ist jetzt halt, hier ist halt besonders viel Action irgendwie in meinem Dorf. So, Straße habe ich gebaut, baue drei Hütten. Ist das die Hütte? Bringe Bürger unter und unterhalte sie. Ist das meine Hütte? Da. Hütten. Ein Ort, an dem deine Bürger leben können, bietet Lagerraum für Nahrung und Getränke, vor denen sie sich ernähren können. Bürger, die noch keine Arbeit haben oder nicht genug zu essen oder trinken bekommen können, warten hier. Ja, ist doch gut. Dann Hütte 1, Hütte 2, Hütte 3. Zack, jetzt bauen die hier drei Hütten. Sieht ja süß aus. Hat schon was Siedlerartiges auch, oder? Schöner Grafikstil. So, was schreibt ihr denn? Klasse, der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr und zwar schnell. Wie ist das so von der Lautstärke? Ist es okay für euch? Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwas anderes Geiles bauen. Kartoffelfeld und ein Brunnen. Ja, dann bauen wir mal ein Kartoffelfeld. Ist okay, ist kein Problem. Kartoffelfeld bauen wir aber. Boah, mal hier hinten. Zack, Kartoffelfeld. Bau zwei Kartoffelfelder. Okay, den Baum da kann ich nicht wegkriegen. Bauen wir mal ein Kartoffelfeld und einen Brunnen. Zip, wieder reinzoomen. Ja, Kartoffel, guck mal hier. Kartoffel. Kroffel, Kartoffel. Was ist doch süß. Ich mag so süße Aufbauspiele. Musik könnte ein bisschen leiser. Lieber Corset Rhymes, das mache ich doch glatt für dich. So, ist ein bisschen besser. Jetzt musst du eine Holzfällerhütte errichten, um Baumaterial zu erhalten. Platziere sie in der Nähe von Bäumen. Das macht total Sinn, dass ich das zum Beispiel da mache. Okay, Holzfäller, ich kann die natürlich nicht hier bauen, weil ich hier keinen Weg habe. Hier wäre mega smart. Pass auf, dann bauen wir erstmal den Weg ein bisschen weiter und dann baue ich hier eine Holzfällerhütte. So, perfekt. Bisschen, ich könnte auch mich noch hier in diese anderen Richtung bewegen, dass die Wege nicht so lang werden für diese kleinen süßen Arbeiter, weil die müssen ja richtig weit laufen. Ist hier der Lagerplatz? Auch einen zweiten Lagerplatz, sonst sind die Wege zu weit. Hoffentlich wird mir diese Option gleich nochmal gestattet. Einen Lagerplatz zu bauen. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden mit einem Schiff die Welt erkunden. Dafür brauchen wir Steine. Mit dem Abrisswerkzeug kannst du Bäume fällen und an die Steine darunter gelangen. Wähle das Abrisswerkzeug und klicke auf die Bäume, die du entfernen möchtest. Wälder zu roden ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Bürger damit fertig sind.
Ja, das mache ich doch gerne. Ich finde ja diese Bäume hier, diesen Quatsch. Die brauchen wir nicht. Weg damit. Abreißen. Ja, weißt du. Oh. So. Guck mal, jetzt hacken die da richtig. Ich mag den Grafikstil. So, und jetzt? Sammle natürlich Ressourcen. Holzfällerhütte bauen. Oder, ach so, ich muss 3 Wälder sammeln. Okay. Dann machen wir mal, die weg. Kommt ihr da hin oder? Oh, das dauert. Oh, guck mal, wie langsam die sind, wenn die keine Straße haben. Da mühen die sich total ab über Gras. Straßen ging's. Oh, oder wohl täuscht er das? Nee, scheint doch nicht verlangsamt zu sein. Super, jetzt haben wir die Steine, die wir brauchen. Wälder, die du über die Abrissfunktion rodest, wachsen nicht nach. Beseitige also nur so viele, wie absolut nötig, um Platz zum Bauen zu schaffen. Bäume, die von Holzfällern gefällt werden, wachsen nach, solange mindestens ein Baum auf der Kachel verbleibt. Um dein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem Werkzeuge. In der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende nach ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das, ist natürlich praktisch, ne? Wofür ist dieser Knopf? Nicht neben einer Straße. Stelle Werkzeuge mit dem Umwandler her. Okay. Umwandler. Du erhältst... Also ich will ja Werkzeug haben. Werkzeug enthält 0 von 20, erzeugt 5 pro Aktion. Willst du da draufklicken? 5. Was ist das? Das ist Holz? Okay, ja, dann. Mehr geht nicht. Leerer Bürgerplatz. Ja, also. Machst du das jetzt, oder? Muss ich da eine Straße erstmal hin? Was ist das denn? Uralte Technik. Lagerkapazität. Ist es auch Nacht? Oder Abend? Der holt hier noch die Ressourcen. Beziehungsweise. Ne, das ist der Holzfäller. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt hier. Vielleicht liegt es auch daran, dass die irgendwie schlafen oder so. Ich kann ja auch die Uhr schneller, aber ich habe sie ja eigentlich in Auftrag gegeben, oder? Ja, die sind alle im Bett und pennen. Keiner arbeitet nachts. Das ist schon komisch. Also ich muss hier erstmal Holz hinschaffen. Vielleicht muss ich auch eine Straße bauen dahin. Sieht auch komisch aus hier. So, vielleicht muss ich mal die Nacht abwarten hier. Hm? Schöne Mucke, oder? Habt ihr jetzt genug geschlafen, oder? Was habe ich getan? Ah, da passiert irgendwas. Ein Arbeiter drin. Ja, ich glaube, wir nähern uns einer Situation, die für mich vorteilhaft ist, indem ich jetzt Werkzeuge. Ah, guck mal hier da. Er hat die Hälfte des benötigten Holzes bereits. Ach, guck mal, da zeigt auch, er ist unterwegs und holt Holz. Da wird mir direkt gesagt, was er macht. Das ist doch toll. Weiß ich immer genau, was meine Leute gerade tun. Na, hol mal eifrig hier Holz. Rein damit. In die gute Stube. Und gleich sind wir soweit, dann können wir die Werkzeuge schon. Alles klar. Wie auch praktisch, dass einfach so ein Umwandler steht. Das hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Das ist praktisch, oder? Man muss sich keine Gedanken machen. Einfach so, ah, was brauche ich? Ja, ich brauche Turnschuhe. Dann packe ich mal ein paar Kastanien da rein. Und aus den Kastanien macht er mir einfach Turnschuhe. Und jetzt geht's hier los. Alter Schwede. Apropos uralt. Deine Bürger brauchen Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Baue eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen uralter Technik zu sammeln. Und errichte eine Bibliothek, um ihr Wissen zu erweitern und zu bewahren. Ja, das mache ich. Gerne. Gar kein Problem.
Dazu brauchen wir eine Entdeckerhütte und eine Bibliothek. Also, machen wir erstmal eine Entdeckerhütte. Finde vergessene Technik in Bittenurnen. Entdecker werden durch Bewegungseinschränkungen weniger beeinträchtigt. Was? Also, hier ist der... Diese Kachel ist bereits belegt. Okay, aber das macht ja... Das ist doch... Das habe ich doch eben gesehen. Das ist doch diese alte Technik hier, oder? Uralte Technik. Dann kann ich doch die Bibliothek direkt daneben hinsetzen. Die Entdeckerhütte direkt daneben setzen. So. Und die Bibliothek. Und da. Und schauen wir mal. Wie sieht das hier aus? Der baut hier die Werkzeuge. Geil. Fertig. Sehr schön. Kann ich noch mehr machen, oder? Ach, er arbeitet die ganze Zeit durchgehend. Ah ja, okay. Das ist hier auf grün, hat hohe Priorität einfach nur. Ah. Und er macht das hier einfach durchgehend. Ah, da kann ich die Priorität jetzt eigentlich auch wieder auf normal setzen. Und stattdessen kümmern wir uns mal hier jetzt drum. Guck mal. Nicht schön? Och, sieht das schön aus. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Schreibt Thermometer. Ja, ich finde es auch schön. Bunker liegen naturgemäß in der Mitte von Kreisverkehren. Ja, das macht ja auch Sinn. Na, was ist hier? Warte auf Ressource. Was fehlt dir? Steine. Steine habe ich nur noch ein. Okay, das Ding ist gleich fertig. Das Ding ist schon... Nee, das Ding... Ist das schon fertig? Ja, ne? Super! Du hast die Grundlagen für ein florierendes Dorf gelegt. Sieh dich doch mal auf der Insel um und versuche weitere Dinge für deine Bürger zu bauen. Ja, das mache ich gerne. Hier wird jetzt also fleißig irgendwas erforscht. Hier werden neue Erfindungen mithilfe des Wissens erforscht. Nur eine Bibliothek pro Insel bauen, okay? Und die Entdeckerhünte. Ah ja, guck mal hier, die pumpt hier richtig. Uraltes Wissen erlangen. Es ist Zeit zu büffeln. Deine Bürger können nun die Bibliothek nutzen und sollten erforschen, wie man Steine und andere Mineralien sammelt, damit sie das Schiff reparieren können. Ja? Stein ist eine wichtige Ressource, die in den Bergen des Hochlands abgebaut werden muss. Aber dazu müssen wir erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann einen an ihrer Felswand. Vergiss nicht, mehr Werkzeuge mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Okay, also erforsche Aufzüge in der Bibliothek. Ja. Ah, da, Aufzug. Upp, Forschung. Kostet mich 5... Forschungspunkte. 7 habe ich. Sehr schön. Das dauert eine kleine Sekunde und hier kann ich dann Steine abbauen. Was ist das? Riesige Überbleibsel uralter Zivilisation. Ach so, verstehe. Ja, hier gibt es auch wieder tolle Sachen. Was ist das? Rostender Koloss. Eieiei, was war das denn für eine Zivilisation? Before We Leave heißt das Spiel. Ganz genau, Leute. Before We Leave. Forschung Aufzug abgeschlossen. Yay! Kann ich eigentlich schon mal direkt das nächste, aber gut, da bauen wir erstmal den Aufzug. Aufzug. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass ich das Straßennetz müssen an einer Straße gebaut werden. Wie mache ich? Okay, erstmal Straße. Vielleicht mache ich das so, dass man dann auch hier entlang kann. Und sich ein bisschen Gedanken machen, ne? Pass mal auf. So. Und jetzt bauen wir den. Nee, was? Doch, warte hier. Ah, entschuldigen Sie bitte. Aufzug. Ja, kann ich jetzt hier überall bauen. Dann bauen wir den mal hier. Pump. Da wird hier richtig geackert. 4 Holz und 3 Werkzeuge. So, jetzt können wir mal gucken. 8 von 8 Bewohnern. Ja, wie wäre es denn,
wenn ich einfach noch mal ein paar Hütten baue. Oder? Dann können hier auch einfach mal mehr Leute arbeiten. Leben natürlich auch. Aber wer lebt, der arbeitet auch. Je mehr Infrastruktur ich hier baue, desto mehr Leute müssen die auch bewirtschaften. Aber ich muss auch wahrscheinlich gucken, dass dann, wenn ich jetzt mehr Bürger habe, dass ich dementsprechend vielleicht auch nochmal eine Farm baue. Eine Kartoffelfarm. Uraltes Wissen erlangt. Das Hochland ist jetzt zugänglich. Also überlege dir, wo du deine Bürger dazu bringen kannst, Stein abzubauen. Ja, wahrscheinlich hier oben irgendwo, oder? Also. Und wahrscheinlich auch so, dass ich hier an diese Sachen rankomme. Erforsche Bergbau in der Bibliothek. Ja, das muss ich natürlich als nächstes erstmal machen. Da haben wir es. 10 Punkte, 28 haben wir. Erforsch das mal. Okay. Ah, ich habe auch neue Bürger. 12 von 16. Guck mal, die haben sich direkt wieder welche angesiedelt. Das ist prima. Frage ist, benötige ich da nicht auch noch ein Kartoffelfeld? Hier werden Kartoffeln abgebaut. Boni durch benachbarte Felder. Ach, ein Feld in der Nähe gleich plus 2 Kartoffelkapazität. Ach, was? Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist natürlich gut. Was bedeutet das? Verschmutzung verlangsamt die Produktion. Aha. Okay, Wasser. Ja, benachbarte Unterkünfte. Okay. Wo sehe ich denn jetzt mal am besten, wie viel Nahrung ich brauche? Ich glaube, ich baue nochmal ein Kartoffelfeld. Beziehungsweise, was ist das denn? Brunnen. Ach so. Hier werden Kartoffeln abgebaut. Guck mal, hier kann ich noch ein Kartoffelfeld hinbauen. Wenn ich jetzt so viele neue Bürger habe, dann brauche ich das auch. Bosche Bergbau in der Bibliothek ist gleich fertig. Ach was, Yoko Hono kennt das Spiel auch? Was ist mit dir los, Yoko Hono? Okay, warte. Das muss ich mir jetzt mal durchlesen, was ich alles geschrieben habe. Was hat Yoko Hono? Wenn der Umwandler so geil ist, würde ich doch lieber den Umwandler erforschen, reparieren und dann nachher Holz in wichtigen Kram umwandeln, anstatt den zu Klump zu hauen. Ja, ich will ihn ja auch nicht hauen. Ja, okay, Yoko Hono regt sich ein bisschen auf, dass es ein bisschen unrealistisch ist hier. Ist sehe ich anders. So, jetzt geht's los. Will Nils an den... Okay, Yoko Hono, was schreibst du? Abgerissene Bäume wachsen nicht nach, wenn auf einem Feld aber nur ein einziger Baum stehen bleibt, wie es beim Holzfäller der Fall ist, wechselt. Genau, das hat er ja gesagt. Du kennst das Spiel ja doch nicht. Ich dachte schon, du kennst das Spiel auch. Okay, uraltes Wissen erlangt. Es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Der Steinbruch muss an einem Berg und einer Straße errichtet werden. Der Steinbruch ist eines der Gebäude, die ihre Umgebung verschmutzen. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Bürger sind und wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du Gebäude platzierst, die ihre Umgebung verschmutzen. Mhm. Muss dann an einem Berg und einer Straße errichtet werden. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Und stand da nicht auch bei den Kartoffelfeldern hier irgendwas mit Verschmutzung und so? Das heißt, das sollte ich ja möglichst weit weg von allem. Was ist das? Lagerkapazität 500. Aber... Warte mal. Ich dachte, ich kann den dann hier oben bauen. Kann ich denn hier eine Straße... Da kann ich auch eine Straße errichten. Okay, das ist ja ganz cool. Hier oben ist ja leider... Also, dann baue ich da hier jetzt einen Steinbruch. Bisschen weiter weg. Wo war das jetzt? Hier. Hier oben. So, gut. Guck mal, hier ist jetzt auch Straße bereits. Da können die das Wissen anzapfen. Das gefällt mir. Und was ist das? Der rostende Koloss. Eisenerz. Ah, geil. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt bauen die erstmal den Schniesel da. Aber da oben, also das ist hier oben auf dem Berg, kann doch die Verschmutzung sich doch nicht bis ins Dorf ausbreiten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ein Steinbruch an einer Straße und einem Berg. Ja, mach ich ja. Muss es an einem Berg oder auf einem Berg? Könnte ich theoretisch jetzt auch hier einen machen? Wäre irgendwie sinnlos, dann hätte ich ja nicht hier diesen Aufzug bauen müssen. Hochland, keine Verschmutzung.
Werkzeug herstellen. Deine Bürger bauen jetzt Steine ab. Du bist also auf dem besten Weg, die Segel zu setzen und neues Land zu entdecken. Bevor es dazu kommt, musst du aber erst uralte Geräte reparieren, um das alte Schiff an der Küste seetüchtig zu machen. Ja, das bedeutet, erforsche Reparatur in der Bibliothek. Das mache ich glatt. Reparatur für 20 Wissensmark. Oh, guck mal, hier ist nicht schön mit dem Aufzug. Erstmals folgendes produziert. Stahl! Sehr schön. Oh, das geht auch richtig schnell. Hack, hack, hack. Sehr gut. Das gefällt mir. Das ist auch gleich fertig. Guck mal, da kann ich den restlichen Erdball dann auch irgendwann erforschen. Wenn ich mein Schiff habe, schätze ich mal, oder? Wo ist das eigentlich? Es soll doch hier an der Küste rumliegen, haben die gesagt. Da. Da ist das Schiff, guck mal. 25 Holz, 25 Werkzeug, 10 Steine. Und was ist das? Eine unbekannte Ressource. Was kann das sein? Vielleicht Eisen? Weiß man nicht. So, guck mal. Achso, Yoko Hono, du hast den Tutorial-Text zum Holzfällen nur nochmal wiedergegeben, weil Cosset Rhymes, den ich mitbekommen hatte. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Leute, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst Bescheid. Yoko Ono ist euer Go-To-Guy. Werkzeuge herstellen. Ausgezeichnet. Die Reparatur des Schiffs wird eine Menge Bürger und Ressourcen erfordern. Vergrößere dein Dorf, damit die Arbeit schneller vorangeht. Das habe ich eigentlich schon gemacht. 25 Bürger versorgen kann. Okay. Ja, das mache ich gerne. Dann lass mich doch einfach nochmal ein paar Häuser bauen. Bürger, die noch keine Arbeit haben oder nicht genug zu essen oder trinken bekommen, warten hier. Ja, okay. Da würde ich natürlich gerne wissen. Vielleicht könnte ich hier nochmal eine Straße bauen. Jetzt ist das ja sinnlos, ne? Hier kann ich ja neben einer Straße gebaut werden. Dann bauen wir nochmal hier eine Straße. So. Straße. Aha. So, und da ist irgendwie verbinden auch am Ende, ne? Straßen verbinden die Menschen. Okay, was habe ich jetzt? 24, ich brauche noch mehr Häuser. Häuser. Hier an der Küste ist doch schön. Küstenhaus. So, jetzt habe ich 25. Wie sieht das aus mit Kartoffeln? Brauche ich da noch mehr Kartoffeln? Ich habe irgendwie das Gefühl, eine Kartoffel schadet nicht. Ich müsste gerne mal... Was? Achso, das ist noch nicht fertig. Ich wüsste gerne mal, wie viele Kartoffelfarmen... Also, eine Kartoffelfarm versorgt wie viele Bürger. Diese Information hätte ich gerne. Habt ihr das mitbekommen? Brauche ich noch einen Holzfäller auch. Wow, deine Bürger häufen jede Menge Materialien an. Lass uns ein Lagerhaus erforschen und bauen, damit wir diese überschüssigen Ressourcen lagern können. Zwei Kacheln. Kriege ich schwer Kacheln her. Okay. Das ist fertig. Dann kannst du jetzt mal Lagerhaus erforschen. Was sind das, Kacheln? Ja, erforsche das Lagerhaus, baue das Lagerhaus. Jetzt erforschen wir das erstmal. Dip, 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 dip. Guck mal eben. Draufklicken, meinst du, Yoko Ono? Bin mir nicht sicher. Verbessern kann man das? Nö, kann ich auch nicht verbessern. Ne, da steht da nämlich nicht mehr. Da steht nur, so dass es Boni gibt. Aber nicht, wie viele die versorgen. Ah, warte mal. Kartoffeln in 4 von 6. Unterkunft in der Nähe. Naja. Ach so, warte. Zack. Guck mal hier, wir können jetzt... Aufzug haben wir doch schon gemacht. Lagerhaus.
Bewahrt Ressourcen auf wichtig, teile den verfügbaren Platz zwischen den ausgewählten Ressourcen gleichmäßig auf. Ja, mache ich gerne. Ja, und er braucht zwei Kacheln, also zwei Felder einfach, ne? So. Hier könnte ich den hinstellen. Oder weiter hier. Auch die Holzfällerhütte ist und so. Es ist gar nicht schlecht, wenn ich das ein bisschen hier an den... Das ist ja auch der Steinbruch. Naja, komm. Machen wir hier. Passt schon. So. War schon lange aus Baueinlagerhaus. Ja, das machen wir natürlich jetzt. Oh, da geben sie richtig Gummi her. Materialien werden angeliefert. Michi Ginga, ich werde gerade fürs RBTV gucken bezahlt. Und wie ist euer Job so? Ja, ich werde fürs RBTV machen bezahlt. Das ist der Unterschied. Aber warum machst du das denn beruflich? Bist du sowas wie Meinungsforscher? Oh, ist das in der Leiste oben Mitte deine Nahrungsanzeige? Was? Ach, guck mal hier. 24 gelagert, reserviert für Gebrauch 0. 17 Wasser gelagert. Freie Arbeiter 15. Oh. Aber Fruchtbarkeit, Kartoffeln. Ja, das ist schon ein bisschen einseitig. Ich habe jetzt noch nicht so richtig. Du brauchst mehr Werkzeug und Holz. Ja, ist doch alles in Arbeit, Leute. Hier, guck. Hier werden Werkzeuge gebaut. Und hier wird Holz gebaut. Läuft doch. Na, die kommen gleich angeliefert. Dauert halt einen kleinen Moment. Da muss ein Arbeiter rein. Ich mache ein bisschen Priorität hoch. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie von alleine auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee wäre. Was heißt das? Verursacht leichte Verschmutzung. Ja, aber hier oben auf dem Plateau ist das egal. Das interessiert mich nicht weiter. Na? Ich hab's doch priorisiert. Was machen die anderen denn alle? Hm, Leute? Können wir da mal jemanden bitte hier schnellstens bitte in den Umwandler schicken? Die Herren, die Damen? Was macht ihr denn eigentlich alle? Habt ihr so viel zu tun? Was machen die denn alle? Ernten die alle Kartoffeln oder was? Leute, jetzt vor lauter Kartoffelernten nicht vergessen, hier den Umwandler mal zu bestücken. Ach, ich muss das erstmal. Ach, das muss ich nochmal. Okay, das macht der gar nicht automatisch. Ich muss das immer anklicken. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, dass das klar wäre. Aber offensichtlich nicht. Aber ich mag, dass man so entspannt vor sich hin siedeln kann. Dass es da jetzt nicht diesen krassen Zeitdruck gibt. Gut, ist ein Tutorial, aber irgendwie ist es gemütlich. Einfach Sachen schön machen. Ohne Zeitdruck. Gefällt mir. Oh, okay, super. Jetzt werden hier diese Dinger da gebaut und dann kann hier auch mein Lagerhaus fertig gemacht werden. Können natürlich jetzt wahrscheinlich schon weitere Sachen erforschen, aber ich warte mal ab, dass das Tutorial mir das sagt. Ich will dem jetzt nicht vorweggreifen. So, Herr Umwandler, wenn Sie sich jetzt ein bisschen beeilen könnten. Zack, baue ich direkt nochmal neue. Werkzeuge erstellen. Denk dran, die Ressourcen auszuwählen, die du in deinem Lagerhaus aufbewahren möchtest, sonst bleibt es leer. Was? Bitte beachte, Lagerhäuser und später Häfen verteilen ihre Lagerkapazität gleichmäßig auf alle Ressourcen, die dort zur Lagerung ausgewählt sind. Je mehr verschiedene Ressourcen du also auswählst, desto weniger davon wird im Lagerhaus aufbewahrt. Okay. Verstehe. Das heißt,
Ich muss alles auswählen. Nahrung? Ja. Dürfen Sie auswählen? Getränke? Ja. Ich mache alles. Werkzeug erstellen. Bald kannst du das Schiff reparieren. Das sagt er mir die ganze Zeit. Hält er mir wie so eine Karotte vor die Nase die ganze Zeit. Bald kannst du das Schiff reparieren. Du brauchst eine bessere Quelle für Werkzeuge als den Umwandler. Es ist an der Zeit, im Hochland nach Eisen zu suchen. Habe ich das schon gefunden da. Erforsche die Metallverarbeitung. Okay. Zack. Nervt euch eigentlich die Musik? Leute, soll ich die ausmachen oder ist das cool für euch? Es hat nicht ganz den Wuselfaktor von den alten Siedlerteilen, das stimmt. Wieso soll ich Simon anrufen, liebe Sayonara Sushi? Ich kann jetzt nicht einfach Simon anrufen, der Mann ist doch beschäftigt. Mucke ist okay, ja? Okay. Dann lasse ich die Mucke mal an. Wenn es euch nervt, sagt Bescheid, dann stelle ich das natürlich gerne für euch aus. So, Forschi, Forschi. Die Musik fetzt. Aha, okay. Das fetzt. Leute, wir haben jetzt hier einen Heureka. Wir haben endlich die Metallverarbeitung erforscht. Und jetzt können wir eine Eisenmine neben dem rostenden Koloss bauen. Eisenmine. Erstmal wieder eine Straße. Eine Straße, die baue ich am besten in diese Richtung. Und dann zack. Eisenmine. Zack. Stark. Guckt euch das an. Ja, immer schön hier weiterbauen, bitteschön. Nicht aufhören. Sieht das aus mit dem Lagerhaus? Ja, da werden schon Sachen hier eingelagert. Das ist doch prima. Produkte. Alles. Eisenerz. Ich möchte, dass hier alles hier einlagert. Auch Werkzeuge. Max, die Ressource 17. Ausgerüstet. Oh, das bedeutet natürlich, das Wasser hier ist ein bisschen verschwendet. Aber ich habe einen Brunnen. Das ist. Eigentlich ist ein Brunnen doch schon eine Lagerstätte für Wasser. Also. Und was fehlt dir hier noch? Stein und natürlich Werkzeuge. Bau mal hier weiter Werkzeuge, bitte. Da muss man immer hinterher sein. Könnte theoretisch auch noch mal ein zweites Lagerhaus bauen, dann ist Ruhe im Karton. Hier hinten vielleicht oder so. Aber hier ist ja eher so Wohngebiet und hier ist eher so Produktionszyklus. So. Das dauert. Was fehlt dir hier noch? Natürlich Werkzeug. Ja, klar. Weil die hier nicht hinterherkommen mit dem Umwandeln. Ja, ein bisschen beschleunigen. Hopp, 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 hopp. Da fehlt natürlich das Holz noch. Ja, bring mal vorbei. Ein bisschen was fehlt noch. Ah. Um das Eisen zu Werkzeugen zu verarbeiten, benötigst du ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede, beides. Das sind spezielle Gebäude, die Strom benötigen. Ach, das noch. Zum Glück haben deine Bürger ein altes Kraftwerk in der Nähe des Dorfs gefunden. Repariere das zerstörte Kraftwerk und baue dann ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Bis alles steht, musst du weiterhin Werkzeuge mit dem Umwandler herstellen. Ja, von wegen das Schiff bald reparieren. Das ist natürlich Quatsch. Ich muss hier erstmal wieder was anderes reparieren. So, was hattet ihr jetzt? Ein altes Kraftwerk hattet ihr gefunden oder was? Das hier da oben? Ne, das ist der Koloss. Wo habt ihr das Kraftwerk gefunden? Das ist Technik, Technik. Wo steht das Kraftwerk? Warte mal. Hallo? Das? Wo war die Technik? Das ist Kraftwerk. Bin ich blind? Wo ist das Kraftwerk? Wald. Mann, das ist ein geiler Wald, oder? Hier sind so eine Kuhle drin. Das ist bestimmt so eine abgeschottete Welt. Da lebt noch irgendwas, was es sonst nicht mehr gibt. So,
Okay, wo ist das dumme Kraftwerk? Da ist ein Pfeil drauf auf meinem Kraftwerk. Wo ist ein Pfeil drauf? Da, mitten im Dorf. Da steht mitten im Dorf so ein Kraftwerk rum. Bitte reparieren Sie das sofort. Ich suche hier in den Weiten, aber das ist direkt vor meiner Nase gewesen. Was ist hier? Oh, ist das eine Todeszone von einem Kraftwerk? Was bedeutet das? Die Reichweite, ach, der Verschmutzung. Das ist schon eine ziemliche Todeszone. Also die hier zum Beispiel so, die waren ja eine der ersten, die hier gewohnt haben. Die denken sich auch, oh fuck, ey. Jetzt wohne ich hier original direkt, wirklich direkt neben dem Kraftwerk. Jetzt wird es auch noch repariert, das heißt, jetzt läuft das ja auch. Das ist ja auch eine akustische Verschmutzung, nicht nur eine Umweltverschmutzung. Oh, deren Immobilienwert ist ja massiv gesunken gerade. Die denken sich so, oh shit. Franz, hätten wir nicht irgendwie ein bisschen weiter in den Süden oder an die Küste ziehen können? Meinetwegen auch an diese vermaledeiten Granitblöcke ran, aber doch nicht ausgerechnet neben das Kraftwerk. Franz, was habe ich dir gesagt? Ja, ist ja gut, Ilse. Da gibt es jetzt richtig Ehestreit. Ja, muss man halt vorausdenken. Haben sie nicht gemacht. So, baue ein Eisenwerk. Ja, das machen wir jetzt mal schön. Erstmal ein Eisenwerk. Und das Eisen kommt ja aber von hier. Von dem Koloss und von dem. Und ich finde ja, dann kann der auch mal hier irgendwie direkt daneben arbeiten. Und eine Werkzeugschmiede. Ja, die Schmiede, ach, die kann auch noch hier oben. Hier ist das, ist schon okay. So, was sieht's, wie sieht's hier aus? Direkt mal wieder herstellen. 9 Werkzeuge gelagert. Was brauche ich hier für 2? Und ja, das ist ja easy, gar kein Problem. Das dürfte schnell gehen. Spielst du auf deinem privaten Gaming-Rig oder stammt es von der Arbeit? Naja, das ist natürlich schon vielfach von der Arbeit. Nicht alles, aber Meister. Simon muss mit Pöttl spazieren gehen. Ja, der muss mit seinem Hund raus, das stimmt. Ich tanze zu dieser Musik. Mystischer Reptiloid. Ja, das ist auch echt eine gute Idee. Das ist auch eine tolle Musik. Das ist auch irgendwie ganz smooth. So, die sind gleich hier fertig. Nice. Und der geht direkt an die Arbeit hier. Oder auch nicht. Haben nur noch diese Werkzeugschmiede. Verursacht etwas Verschmutzung. Ja, hier in diesem Radius. Ist aber noch vertretbar. Dieses Kartoffelfeld hier. Naja, auch ein Dach nicht. Das wird nur... ja, na gut. Sind die Kartoffeln halt ein bisschen dreckig. Baue eine Werkzeugschmiede, fehlt noch. Was ist jetzt hier? Warum wird da niemand... Der ist unterwegs und holt noch letzte Materialien. Ah, guck mal hier, da wird's hergestellt. Pump. Zufriedenheit. Deine Bürger werden jetzt aber unzufrieden. Sie arbeiten hart und haben mit der Verschmutzung durch einige Gebäude zu kämpfen. Unzufriedene Bürger laufen und arbeiten langsamer. Es lohnt sich also, sie bei Laune zu halten. Du kannst die Zufriedenheit prüfen, indem du einen einzelnen Bürger auswählst oder oben auf die Schaltfläche Details klickst und Bürger auswählst. Zufriedenheit. Um deine Bürger zufriedenzustellen, kannst du ihnen zum Beispiel bessere Nahrung und Getränke geben. Lass uns Gemüse pflanzen und Tee anbauen. Später kannst du auch Obstplantagen anlegen, aber sie brauchen ein anderes Klima, als auf dieser Insel herrscht. Okay, das machen wir sehr gerne. Wo waren jetzt diese Details? Details? Da? Okay, ne? Ich kriege einen Burger. Ja. Baue bald Neues. Das ist doch eigentlich eine Zufriedenheit. Freie Arbeiter. Keine Kinder. Eine kinderlose Gesellschaft. Forschungsressourcen und Fruchtbarkeit dieser Insel. Nun, was Vega hat Angst vor lilafarbenen Spiegeln.
Ist doch Quatsch. Vega geht zur Arbeit. Hier. Hugus. Geht spazieren. Status. Stimmungsgrafik ist so gut drauf. Sind alle gut drauf. Es existiert keine Unzufriedenheit. Warum existiert keine Unzufriedenheit? Weil es keine Kinder gibt. Kinder sind emotionale Verschmutzung. Das ist es doch. Scherz. Das ist natürlich ein Scherz von mir. Kinder sind ein Segen und unsere Zukunft und unser Glück. So, jetzt erforsche ich erstmal den Gartenbau. Kommen Sie sofort her, geben Sie mir Gartenbau. Gartenbau wird erforscht und ich möchte noch ein paar Werkzeuge haben, bis das hier, die Infrastruktur hier perfektioniert ist. Oh, so, das geht aber relativ schnell. Das ist gut. Ich baue nochmal ein zweites Lagerhaus. Wo war das denn eigentlich nochmal? Da. Lagerhaus. Vielleicht brauche ich nochmal einen zweiten Holzfäller gleich. Da. Direkt neben dem Aufzug. Und ich habe das Gefühl, ich brauche nochmal irgendwie so langsam, oder? Wie sieht das aus mit Holz? Ah, Holz. 3 Stück. Ja, kommt kaum gegen an, du. Gegen die Nachfrage. Ah, Nachfrage ist auf 8. Erforsche Gartenbau, ja, wie sieht das aus? Ja, nicht ganz fertig. Pflanze 2 Gemüsefelder, pflanze 2 Teefelder. Das mache ich doch. Die kommen dann hier so, obwohl müssen die auch wieder am Wegesrand liegen. Ah, der pflanzt jetzt zumindest ein bisschen nach. Bitte nie ganz abholzen. Könnte ich auch nochmal einbauen. Und ich muss natürlich hier gucken, dass ich die Wege nochmal miteinander verbinde auch. Weil hier ist jetzt schon mal Sense. Hm. Was ist hier los? Achso, die sind noch nicht verfügbar. Ja, okay. Verstehe. Brauchen wir Holz? Holz ist eine sehr wertvolle Ressource. Was ist mit dem Gemüse hier? So, ein bisschen schneller. Dann können wir nochmal hier das Gemüse mal erforschen. So. Gemüse erforscht! Was? Dem fehlt auch Holz. Oh, ich muss einen zweiten Holzfäller bauen. Das bringt nichts. Okay, also Kartoffeln, ja. 2 Gemüse und 2 Tee. Ich nehme an, die müssen auch wieder an einer Straße liegen, ne? Ja. Das ist natürlich Quatsch. Jeder weiß, dass das nicht stimmt. Hier habe ich noch ein bisschen Platz. Oder ich gehe weiter in diese Richtung raus, aber da ist nicht mehr. Hier oben könnte ich noch ein bisschen bauen. Zweiten Holzfäller und hier ein bisschen Gemüse oder was? Oder hier? Ja, ein bisschen, das geht auch. Ich baue hier noch Häuser und dann kommt hier noch ein bisschen Gemüse. Zack, zack. Das lasse ich aber frei für weiteres Gemüse. Und dann mache ich. Hier kommt dann so. Warte mal, kommt das. Wie mache ich das? Lass ich mal kurz nachdenken. Wir müssen erstmal ein paar Wege bauen. Zack. Der Baum könnte weg. Der stört mich. Bitte machen Sie den weg. Bitte machen Sie den Baum weg. Und dann baue ich. Wo kommen wir denn nochmal? Hier. Hat er 3 Bäume um sich rum? Aber da bräuchte ich dann eine Straße von der Seite. Machen wir das doch. Pass auf, dann machen wir Straße. Brauche ich da noch einen Holzfäller? Warte, wo bist du denn? Holzfäller. Zack. Und meine Teefelder kommen dahin. So, 2 Teefelder, 2 Dingsbums. Und dann brauche ich natürlich auch noch ein paar Hütten hier. Ich muss mehr Leute haben. Ich habe nicht genug Arbeiter. Was, von was ist die belegt? Mit welchen komischen Bäumen? Komm mal, bauen wir noch mal ein paar Häuser.
Und dann können wir das hier auch mal abreißen. Die brauche ich da nicht, die Bäume. Die müssen den Häusern weichen. Die Flora weicht dem Menschen, so wie sich das gehört in der offiziellen Rangliste. Ich lagere hier auch mal alles. Ich könnte das natürlich jetzt auch spezialisieren. Aber wenn ich überall ein bisschen was habe, ist das auch nicht schlecht. Verkürzt eventuell die Wege. Doch, was ich hier für Großbauprojekte in Angriff genommen habe, oder? Das ist hier richtig Mangelwirtschaft. Ein Holzfäller. Ein Holzfäller muss hier alles komplett alleine stemmen jetzt. Der zweite Holzfäller. Smarterweise haben die angefangen mit diesem Holzfäller. Das ist echt, das ist relativ smart gewesen. Das ist relativ smart gewesen. Vielleicht brauche ich noch einen dritten Holzfäller. Irgendwo hier, so, da. Ich weiß nicht, was ist eigentlich sein Radius? Nur direkt neben sich, oder? Weiß man nicht. Hörte der, da ist ein Weg. Müssen jetzt erstmal reichen, zwei Stück. Ah, guck mal hier. Das ist schon mal fertig, das Gemüsebeet. Das noch nicht ganz. Werkzeuge, 26 Werkzeuge, okay. Dann brauchen wir das momentan nicht. Und wir bauen hier auch stetig. Was ist hier los? Unzufriedener Arbeiter, warum bist du unzufrieden? Erklär mir das. Warum bist du unzufrieden? Was habe ich dir getan? Den habe ich noch nie erlebt. Nicht genug Arbeiter. Ja, wir sind ja schon dabei. Nicht genug Bürger für alle Plätze. Was? Ja, da kommen ja, die waren ja welche geboren. Keine Sorge, die kriegen ja schon Kinder dann und so. Null Kinder, aber vielleicht auch nicht. Wo kommen die eigentlich her? Die, also das mit Bumsen ist nicht so deren Ding. Also die kommen einfach irgendwo her. Man weiß nicht woher. Aus dem Bunker oder was? Die kommen einfach alle aus dem Bunker. Endlich, du hast alles, was du brauchst, um das alte Schiff zu reparieren. Aber zuerst musst du noch irgendwas anderes bauen. Ja, geil. Reparieren. Da brauchen wir wieder 25 Holz. Ich warte mal ab, bis die Infrastruktur gebaut ist. Warum sind die denn jetzt unzufrieden? Unzufriedene Arbeiter. Ja, warum? Sag mir, warum. Die Bürger, die hier arbeiten, sind unzufrieden oder eher langsam. Ja, okay. Du arbeitest in einem wunderschönen Beet. Das ist ja für dich kein Grund. Der ist doch nicht unzufrieden. Das ist so okay. Propaganda. Wo sind die denn unzufrieden? Okay, fast alles ist fertig. Hier wartet auf Ressourcen. Ja, okay, das kann ja mal passieren. Jetzt werden wir das Schiff reparieren. Yay! Und dann kann ich ja mal richtig aufbrechen hier in neue Sphären. Die sind alle unzufrieden. Ich verstehe nicht, warum man... Dann geh doch zurück in den Bunker. Du arbeitest an der frischen Luft. Was ist dein Problem? Geh zurück in den Bunker. Ich kann das, diese miese Petrigkeit in meinem Dorf hier nicht gebrauchen. Du arbeitest bei schönstem Wetter an der frischen Luft in einem Teebeet, was duftet wie der Himmel. Und du kommst gerade aus einem stickigen, dunklen, lichtlosen Bunker, wo dieselbe Luft seit Jahrhunderten durch veraltete Maschinen aufbereitet wird. Und jetzt kannst du Teil dieses fantastischen, dieser wachsenden Community sein und bist am Meckern, weil du irgendwas, das ist doch unglaublich. Menschen finden immer irgendeinen Grund, unzufrieden zu sein und das macht mich sehr unzufrieden. Verschmutzung. Der ist hier richtig fleißig. Lass bloß hier ein bisschen was stehen. So, das ist sogar bald fertig. Sieht eigentlich ganz gut aus. Bald ist das Boot fertig. Könntet ihr jetzt auch schon mal neue Sachen erforschen? Ich meine, lässt das Tutorial das zu? Brücken. Nee, muss ich abwarten. Tutorial verbietet mir das Voranschreiten nach eigenem Gusto. Daher beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen. Hm? Was?
Wie weit seid ihr jetzt? Achso, ihr müsst erstmal. Oh, das dauert ja ewig, bis die Ressourcen alle angekarrt sind. Nahrung. 30 Nahrung brauche ich sogar. 34 von 34. Dann kann ich hier noch zwei Hütten errichten. Zack und zack. Hier schön an der Küste. Und die waren, glaube ich, die ersten, die hier gewohnt haben. Die haben gesagt, oh geil, hier ein Wäldchen und dann hier ganz viel Platz zum Spielen, Drachen steigen lassen und das Wasser. Und jetzt ist hier komplett Reinaussiedlung. Laute Nachbarn, die offensichtlich so unzufrieden sind, dass sie die ganze Zeit auch nur am Stänkern sind. Ich weiß gar nicht, was mehr stänkert, meine Fabriken oder die unzufriedenen Leute. Wie sieht's aus hier, Leute? Oh, guck mal, geht voran, geht gut voran, geht gut voran. Vier Leute sind am Ackern. Und beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Da sind sie alle richtig. Hier sind wieder euch ein unzufriedener Arbeiter. Ja, ihr kriegt doch, ihr habt doch jetzt alles. Tee und Gemüse und so. Vielleicht bei euch nochmal. Ich habe ja auch mehr Einwohner, als von mir erwartet wird. Was ist das? Ach, das darf ich nicht. Ich baue nochmal. Weil es ist schon alles leer gefressen hier. Und Tee baue ich auch nochmal. Was? Deine Bürger gehen auf große Fahrt und es gibt viel zu erkunden und zu erforschen. Versuch doch mal eine neue Insel zu besiedeln und finde heraus, was es da alles zu entdecken gibt. Das mache ich total gerne. Aber als erstes Tee. Als erstes Tee. Tee? Oh. Tee? Und jetzt ist das Schiff fertig. Besiedeln. Ja, da müssen wir jetzt hier rumfahren. Na, wie geht das? Ah. Tutut. Oh, das ist ja nice. Guck mal, Leute, jetzt langsam wird das hier auch zu einem Globus. Wir sind auf großer Fahrt. Hoffentlich kommen wir nicht in einen Sturm. Oh, was ist das? Alte Wracks. Das ist natürlich jetzt, könnte auch eine kleine Warnung sein. Oh. Das kann man doch bestimmt früher oder später ausschlachten hier, was hier noch. Ganz schön viel Wasser. Ha, habe ich da gerade Landplatten gesehen? Nee. Alter Schwede. Das ist sehr viel Wasser. Ja, gleich einmal habe ich die Welt umsegelt. So nicht. Einmal die Welt umsegeln. Verbrauche ich eigentlich irgendwie Nahrung oder so? Ne, wieso heißt sie eigentlich Astral? Kann ich das Schiff umbenennen? Ja. Das heißt doch nicht die Astral. Dieses Schiff heißt. Das ist die Santa Maria. Denn, das war eines der Schiffe, die Kolumbus hatte. Santa Maria. Nina und Pinto oder Pinta oder sowas. So, guck mal hier, einmal komplett eine Weltreise unternommen. Sieht nicht nice aus, aber nichts gefunden. Ah, was ist das? Was ist das denn? Komm schon, Nils, irgendwas Originelles. Ihr wollt was Originelles. Das ist eure Erwartungshaltung. Dass ihr was, was Originelles von mir wollt, oder was? Die Hitze lässt die Luft flimmern. Dein Schiff hat eine neue Insel entdeckt, aber es gibt hier kein saftiges Gras, nur Wüste. Soweit das Auge reicht. Frühere Zivilisationen sollen Schätze an solchen Orten vergraben haben. Aber du hältst es für unwahrscheinlich, noch etwas davon zu finden. Hier kannst du fast alles anbauen, aber nur auf den fruchtbaren grünen Kacheln. Wer sich zu weit vom Dorf entfernt, ist bald erschöpft, denn es ist heiß da draußen. Deine Bürger werden geeignete Kleidung brauchen, um sich zu schützen. Ja, aber, also, dann suche ich doch nochmal ein bisschen weiter. Was ist das denn hier? Oh.
Oh, okay, jetzt ist hier richtig viel passiert. Du hast eine neue Art uralter Technik entdeckt. Einst hat sie ganze Planeten miteinander verbunden. Sammle sie mit deinen Entdeckern ein, um neue Geheimnisse uralter Zivilisationen zu entschlüsseln. Was machen wir? Entdeckung. Du hast Öl entdeckt, das von uralten Zivilisationen zurückgelassen wurde. Du kannst eine neue Ressource daraus gewinnen. Okay, das ist ja schon ganz interessant. Guck mal, hier gehen wir hier in diesen engen Kanal. Ah, okay. Da könnte ich nochmal siedeln, ne? Das gucke ich mir mal genauer an. Ah, hier sieht es so ein bisschen grüner aus. Ich kann jetzt hier auf Besiedeln drücken, aber ich suche mir erstmal einen geeigneten Standort aus. Muss ja nicht das erstbeste Feld hier nehmen. Ich habe schon die halbe Welt erkundet. Das ist riesig, das. Ah, ja, geht jetzt lang. Aha. Ich finde das ja eigentlich ganz schön, dass das hier so reingeht ins Land. Da kommt man direkt so quasi ins Landesinnere. Was ist das? Da ist auch noch eine Insel. Das ist direkt Felsen. So. Sind wir einmal drumherum. So, jetzt können wir uns mal eine schöne Stelle aussuchen. Hier gibt es direkt Stein. Hier ist das größte grüne Fleckchen. Der Rest ist Wüste. Wieso eigentlich nicht hier so mal reinfahren? Oder na hier, guck mal da. Da siedel ich. Guck mal. Hier. So, da kann ich jetzt hier mal siedeln. Ah. Auf dieser Kachelart. Nur hier an den. Tatsächlich, ne? Nur da. Hier ist ja der Wald. Nur angrenzend an das Schiff. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinfahren würde, könnte ich theoretisch. Könnte ich auch hier oben siedeln? Nee, ne? Könnte ich direkt hier so. Aber okay, dann bleiben wir mal hier. Oh, hier in so einer kleinen Bucht. Handelsreisen, wir haben es geschafft. Deine Bürger haben eine neue Insel besiedelt. Das Leben hier ist schwierig, deshalb sind wir auf die Unterstützung der ersten Insel angewiesen. Wir müssen einen Weg finden, Ressourcen zwischen den Inseln zu transportieren. Ja, okay. Baue eine Entdeckerhütte auf deiner neuen Insel. Hafen kann ich sogar verbessern. Ja, eine Entdeckerhütte. Das mache ich sehr gerne. Ich muss erstmal Straßen bauen, wa? Straßen. Erstmal bauen wir Straßen, Straßen, Straßen. Ist ja eigentlich finde ich das schade, wenn ich Straßen. Karls Breitsblick. Auf diesem fruchtbaren Gebiet legen muss. Deswegen. Machen wir das mal so. Da kann ich nicht. Ah, da kann ich auch nicht. Ah, lecco mio. Dann reißen wir das hier mal ab. Sind das schon Leute, die das machen? Ja. Die sind so nett und reißen das mal ab, weil hier will ich eine Straße lang legen. Oh, seid fleißig. Gut. Gut. Das hier kann auch weg. Mal gucken. Hier gibt es ein bisschen was Fruchtbares. So, noch weg. So. Na, ich hab doch da, wollte ich doch nicht eine Kachel. Och. Abreißen. Ah, okay, das geht so easy. Ja, gar kein Problem. Okay, sehr schön. Dann haben wir eine kleine Straße hier durch diese Wüste, einen Wüstenpfad.
Und dann bauen wir jetzt eine Deckerhütte. Wahrscheinlich so alles, was so Gemüsebeet ist, muss wahrscheinlich auf solchen Kacheln sein, oder? Kann ich denn auch... Ja, ich kann tatsächlich auch einfach auf die Wüstenkacheln gehen. Das ist gar kein Problem. Komm mal, du gehst einfach mal da jetzt mal an den Rand. Beziehungsweise... Na, egal. Das wird schon irgendwie passen. Entdecke Hütte, baue eine Bibliothek, erforsche Transport. Okay, Bibliothek. Nee, warte. Was bauen wir hier hin? Weil ich mir nicht sicher bin. Mach das mal so. Ob ich jetzt hier noch in diese fruchtbaren, ob ich mir die irgendwie aufbewahren muss, diese fruchtbaren Länder. Wir brauchen noch, glaube ich, noch ein paar so neue Hütten, ne? Können auch alle. Ja, gucken wir mal. Kommst du mal dahin? Dann machen wir nochmal ein bisschen diesen Schmond hier weg. Komisch, was ist das überhaupt hier? Todesgehölz. Das kann alles weg. Alles wegmachen. Und dann schön hier neue Häuser errichten. Die können hier schön am Rand der Wüste wohnen. So, erstmal ein bisschen für Bevölkerung sorgen. Was schreibt ihr was? Hat was von Civ und Anno. Naja, ich würde es jetzt nicht als so komplex bezeichnen. So, ja, ein paar neue Leute hier, 5 von 8. Da müssen wir natürlich, was wollen Leute haben? Kartoffeln. Ach, hier wachsen aber auch Obst-Sachen. Guck mal, hier können wir hier mal, brauchen wir mal ein bisschen Obst. Genau, na. Ich glaube, warte mal. Ja, tatsächlich. Die können nämlich nur auf diesem grünen Zeug gebaut werden, deswegen war das vernünftig, dass ich mir das aufgespart hatte. Die Bäume da. Kriegen die auch einen Bonus auf Benachbarte? Da, oder? Boni durch benachbarte Felder. Ein Feld in der Nähe, gleich 2 Fruchtkapazität. Dann würde ich hier das hier mal abreißen. Und daneben kommt dann noch so ein zweites Fruchtfeld. Und da kann ich... Da könnte ein Holzfäller hin oder da. Ja, das hier kommt auch weg. Das kommt weg. Führt hier die Straße lang und dann kommt da der Holzfäller hin. Und hier könnten noch 2 Kartoffelfelder oder so hin. So. Ich brauche mehr willige Arbeitskräfte. Das heißt, hier ist ja kein Bunker. Das heißt, hier müssen die ja Menschen auf normalem Wege zeugen. Sehe ich das richtig? Gemüse, ja, ist natürlich noch nicht fertig, ist klar. Die haben natürlich jetzt allerhand zu tun. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch einfach aus meiner Hauptinsel ein Schiff mit Ressourcen rüberschicken. Geht aber nicht. Forsche Transport. Das kann ich doch jetzt direkt mal machen. Transport. Fehlt mir. Nee, habe ich Transport. Kann ich machen. Rote Forschung. Oh. Unterschiedliche Forschung. Rote Forschung klingt wie so verbotene Forschung. Da darf man sich eigentlich nicht ranwagen. Das beschwört die Dämonen der Vergangenheit. Du. Aha. Da ist die rote Forschung. So, das müsst ihr immer wegmachen hier. Da hatte ich euch doch drum gebeten. Ich glaube, einige Leute packen nicht so wirklich mit an.
Ein bisschen vorspulen. Bis das hier fertig ist. 5 von 8. Ich glaube, Bürger, ja, ich weiß. Na? Jetzt will ja niemand arbeiten. Ah, so langsam haben wir es. Jawohl. Handelsreisen. Um den Transport in Gang zu bringen, musst du zu deiner ersten Insel zurückkehren und dort einen Hafen und eine Werft errichten. Dann kannst du ein Handelsschiff bauen und mit dem Transport von Ressourcen beginnen. Geil. Das wollte ich doch. Das wollte ich doch, Leute. Pass auf, das wollte ich hier noch abgerissen haben, bitte. Und das ist gut. Dann baue ich hier, bevor ich mich verpiesel, baue ich euch nochmal schnell eine Obstplantage, eine zweite. Und den Holzfäller hatte ich noch nicht in Auftrag gegeben, weil das hier erst weggemacht werden muss. Wenn du so nett wärst. Weil dann hast du auch Holz. Geil. Upp, warte. Holzfällerhütte. Ja, erstmal Straße bauen, schon klar. Die Straße führt. Was ist das hier? Natürlich hier lang. So. Holzfäller. Upp. Sehr schön. Dann haben sie da auch einen Holzfäller bald. Und was fehlt hier? Nicht genug Arbeiter. Ja, da müssen die sich mal miteinander jetzt hier, ihr wisst schon. Ne? Das müsst ihr dann jetzt selber in die Hand nehmen. Ich kann nicht alles abnehmen. Also den Teil des Daseins, den müsst ihr auch ohne mich hinkriegen. Und jetzt gehen wir jetzt mal zurück zur anderen Insel. Wo haben wir die überhaupt? Hier ist die alte. Die neue. Hier ist die alte, da. So, da sind wir wieder. Hallo Leute, ich bin zurückgekehrt. Ach so, kann ich das einfach so machen? Ach, das ist ja noch viel easier. Guck mal. Easier. Okay, baue eine Werft, baue einen Hafen, baue ein Handelsschiff. Wo ist denn der schnellstmögliche? Da sind die neuen Heinis. Das heißt, ich will ja den Hafen vielleicht tatsächlich eher so an diese Seite. Dann sind die Wege kürzer. Werft, Hafen. Okay. Dann machen wir das mal so. Straße führt. Kann da noch Gebäude sein? So. Als erstes eine Werft. Werft. Das ist aber tatsächlich ein Land. Zack. Hier die Werft. Das muss weg. Bitte entfernen Sie diesen Baum. Und dann kommt da jetzt der Hafen hin. So, kaum ist der Papa wieder da, gibt es hier wieder reichlich zu tun. Wie sieht es denn hier aus mit der Nahrung? Felder sind hier. Oh, hier wächst noch ein bisschen was. Der Tee scheint sehr begehrt zu sein. So scheint es mir. Sehr schön, da wird gebaut. Dann direkt den Hafen hinterher. Hahaha. Sehr schön. 45 von 46. Ein Mensch fehlt hier noch. Will ich irgendwas Neues erforschen? Brücken und Schule. Ja, also Schule ist natürlich erstmal wichtiger, ne? Wir wollen ja, dass die Kinder auch was lernen und dann. Vielleicht können sie dann von alleine Brücken bauen. Da muss man das vielleicht gar nicht mehr erforschen. Sieht das hier aus? Hm. Ja, super. Wie schön grün das hier alles ist, ne? Da merkt man erst, wie schwer das die neuen Siedler haben. P's. Schleunige mal wieder. Werft ist gleich fertig, ja, beziehungsweise erstmal Materialien. Hier fehlt es noch, ist alles da. Dann bauen wir zu Ende jetzt, ist alles da, was du brauchst. Yay, die Schiffswerft ist fertig. Bau ein Handelsschiff, das mache ich sehr gerne. Erkundungsschiff,
Kolonieschiff, Handelsschiff. Transportiere Ressourcen von einem Hafen zum anderen. Yes, baby! Aber wir können eine richtige Flotte bauen. Aber dann muss ich doch auf der anderen Insel auch... Oder ist das hier schon ein Hafen? Das erste Gebäude. Ja, ist schon ein Hafen. Was ist das? Dem ist es hier zu heiß, oder was? Ja, heul doch nicht rum. Es ist, jeder hat sein Päckchen zu schleppen. Brunnen. Braucht ihr. Hier kannst du mal einen Brunnen hinsetzen. Da wird auch was zu finden sein, oder? Ist wichtig. Braucht ihr. Brunnen ist immer wichtig. So, zurück zur Insel Nummer 1. Keine Ressourcen verfügbar. Für was? Ach so, klar. Forschung ist hier schon komplett abgesammelt. Mehr gibt es hier nicht zu holen. So, das Schiff ist bald errichtet. Der Hafen! Gebäude verbessern. Und fehlt Glas. Ich sehe schon, da kommen noch jede Menge Ressourcen hinzu. Wir können ja auch mal Insel 1. Können wir die nicht auch irgendwie umbenennen? Ah, hier sieht man das, die Details. Sehr beleidigt, sehr beleidigt. Luise trägt Lumpen. Arbeitet im Steinbruch, hat überhaupt gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Aber warum das so ist, will sie mir auch nicht erzählen. Schwere Verschmutzung. Tee, aber Gemüse und Tee machen sie glücklich. Aber diese Verschmutzung, die gefällt ihr gar nicht. Aber man sieht auch, das Tee und so, das hat ihr schon ein bisschen was... Alter, was ist denn mit dir los, Amy? Alter, Amy hat ja gar keinen Bock mehr aufs Leben. Wo bist du, Amy? Kann ich dich irgendwie angucken? Kann sie aber... Ah, doch. Da, oh Gott, ey. Amy, es tut mir wirklich leid. Hat eine Monobraue und liebt sie, holt gerade Gemüse. Oh Mensch, Amy, es ist wirklich, es tut mir echt leid. Was ist da los? Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ressourcen zwischen Inseln zu bewegen, manuell oder über Transportrouten. Versuchen wir mal, Kartoffeln manuell zu transportieren. Das mache ich sehr gerne. Zuerst wählst du dein neu gebautes Handelsschiff und bewegst es zum Hafen auf deiner ersten Insel. Hab ich doch. Klugerweise habe ich das bereits getan. Wähle nun dein Handelsschiff aus. Im Fenster Hafenressourcen siehst du eine Auswahl verschiedener Ressourcen. Wähle zuerst die Kartoffeln-Schaltfläche, ziehe dann den Regler auf 20 und klicke zum Abschluss auf Transferieren. Okay, also, was? Hafenressourcen? Bürgernahrung, Kartoffeln? 20. Transferieren. Warte jetzt ab, bis deine Bürger damit fertig sind, das Handelsschiff zu beladen. Der Gesamtwert unter Schiffsfracht zeigt an, wie viel dein Schiff geladen wird. Ja, sehr gerne. Aber mein Schiff heißt natürlich nicht Silberhacke. Was ist denn das? Das kann natürlich nicht Silberhacke heißen. Dieses Schiff heißt selbstverständlich... Das ist... Die Kartoffel. Kartoffelkahn. Jolli-Kahn. Kartoffelkahn. Das ist der Kartoffelkahn. Nein. Zack. Gesamt. Ich kann doch sogar noch mehr lagern. Das ist dieser Tee hier. Ich habe das Gefühl. Ah, nee, das sieht nur so aus. Ja, hier sind unzufrieden. Die eine Ilse, die hier schuftet wie so ein Berserker da auf diesem einen Feld, die da hat richtig gar keinen Bock mehr. Darf ich noch was Neues erforschen? Ja, Brücken. Schule und Brücken. Das heißt, ich kann jetzt eine Schule bauen. Oder nicht? Kann nur einmal von uns gebaut werden. Werkzeugschmiede. Habe ich alles? Ja, guck mal. Schule. Zieht neue Bürger für deine Bevölkerung auf, nachdem die... Was? Handelsreisen. Wähle dein Handelsschiff erneut aus dem Weg zum Hafen auf der neuen Insel. Yay! Yeah! Das mache ich. Zack.
Kann ich das nicht auch irgendwie manuell, also denen hier direkt sagen, wo sie hinfahren sollen? So, das ist jetzt zum Glück nicht so weit weg, weil ich Weise vorausgeplant habe. Huch. Fährt er jetzt? Nee. Falsche Taste gedrückt. Das ist nämlich die linke Maustaste und nicht, wie so oft in Spielen, die rechte Maustaste. Da ist es schon. Und wie schnell. Handelsreisen. Wähle dein Schiff erneut aus und klicke die Ressourcen auf Schiff an. Die 20 Kartoffeln wähle die Menge aus und klicke erneut auf die Schiffe transferieren. Ja, das machen wir gerne. So, jetzt klicken wir die an und transferieren die in den Hafen. Eine Transportroute einzurichten ist aufwendiger. Deine neue Siedlung braucht Werkzeuge, um sie zu entwickeln, um sich zu entwickeln. Daher sollten wir eine dauerhafte Versorgung einrichten. Klicke zuerst auf die Schaltfläche Transport, die über der Straßenschaltfläche erschienen ist. Ja. Machen wir. Über der Straßenschaltfläche hier. Zack. Handelsreisen. Kartoffeln sind die Standardressource beim Transport. Ändere diese zu Werkzeugen, indem du auf die Schaltfläche rechts von Transport verwalten klickst. Was? Transport verwalten. Route hinzufügen. Insel 2. Hafen 1. Nee. Was? Insel 1. Hafen 1. Insel 2. Hafen 1. Du nimmst auf. Werkzeuge. Reservierte Menge. Ah ja, das ist gut. Das ist nämlich eine sehr gute Aktion. Mal 10 brauchst du mindestens da drüben. Das ist mir egal. Zack. Ja. Keine Schiffe zugewiesen. Ja. Das muss ich jetzt noch einem Schiff zuweisen. Der Kartoffelkahn. Ja. Ist doch geil. Haben wir doch ganz allein hingekriegt. Ja, habe ich doch jetzt gemacht. Ah, okay. Ja, das habe ich doch jetzt eben schon gemacht. Ich habe es auf eine andere Art gemacht. Ich denke, das war trotzdem auch okay. Und nun erstellen wir eine Transportroute. Wähle den Kreis aus und zieh die Route von deinem ersten Hafen zum zweiten. Was? Ich habe das doch eigentlich schon gemacht. Jetzt sind deine Häfen verbunden. Klicke nun auf die Schaltfläche mit dem Ausrufezeichen, um deine Ladeliste zu öffnen. Ja? Super, du kannst dieses Menü auch öffnen, indem du im Transportmodus auf die große grüne Schaltfläche oben klickst. Hier kannst du viele verschiedene Dinge tun, aber für den Moment sollen wir uns unserer Transportroute ein Schiff zuweisen. Klick auf die Tür, habe ich euch schon gemacht. Ich bin dem Tutorial vorausgeeilt und das mag das Tutorial gar nicht. Das mag es gar nicht. Ja. Mögen sie nicht, ne? Wenn man schneller ist als das Tutorial. Gar kein Interesse dran. Verlasse den Transportmodus. Zack. Schulen! Deine neue Insel hat nur 5 Siedler. Das reicht von vorne und hinten nicht. Du kannst deine Bevölkerung vergrößern, indem du eine Schule errichtest und dann einige leere Hütten baust. Du musst aber zu deiner ursprünglichen Insel zurückkehren, um die Schule dort zu erforschen, denn dort wird die grüne Forschung betrieben. Das habe ich schon gemacht. Das Tutorial ist böse auf mich, weil ich das alles schon gemacht habe. Das ist richtig pumpig jetzt gerade mit mir. Tut mir leid. Ich werde hier natürlich eine Schule errichten. Das ist mir wichtig. Ne, nicht eine Brücke, sondern... warte mal, bin ich dumm? Ne, da war das. Schule. Schule! Oh, da haben wir sogar 2 Felder. Kann eine Wüstenschule werden. Warte mal, wenn ich so... Ja... Dann ist natürlich der hintere Bereich komplett verschwendet, weil ich da ja eine Straße brauche. Ich könnte natürlich auch die Straße so legen und dann baue ich die Schule so. Was mache ich? Guck mal, Leute, wir machen das mal so. Straße. Schule. So. Die Wüstenschule. Oh, okay. Insel 2. Ich will jetzt. Kann ich mal umbenennen. Insel 2. Die heißt. Wie heißt die denn? Natürlich Dune, ne? Wegen. Ist ja klar, weil das so viel Wüste ist. Und
Unsere erste Insel, die heißt... Nennen Sie mal... Ah, nee. Chatliebe. Schleime ich mich schön bei euch ein. Habe ich die schön Chatliebe genannt, um mich bei euch einzuschleimen. So, erforsche und baue eine Schule. Ich habe bereits eine Schule erforscht und sie auch bereits hier in Dune in Auftrag gegeben. Können wir in der Zeit mal so ein paar bisschen Gerümpel hier wegräumen. Das kann weg, das kann weg. Guck mal, das Öl. Das kann weg. Dann baue ich demnächst mal einen Fahrstuhl. Das ist hier Eisen. Gibt es auch Eisen? Das ist natürlich jetzt eigentlich Quatsch, hier jetzt meine Eisenverarbeitung zu bauen. Das ist eigentlich viel zu klein alles. Wenn ich hier einen Aufzug baue, komme ich da auf beide Seiten hoch? Oh, das wäre mal... Warte mal. Wo ist der Aufzug? Huch, Kleider machen Bürger. Deine Bürger tragen Lumpen und sie sind nicht zufrieden damit. Neue Kleidung wird sie zufriedener machen und die Erschöpfung beseitigen, unter der sie leiden. Wenn sie sich auf Wüsteninseln zu weit fortbewegen, um ihnen bessere Kleidung zu geben, musst du eine Reihe von Dingen erforschen und bauen. Zunächst müssen wir Glas herstellen. Erforsche Glasverarbeitung. Mache ich das hier oder mache ich das drüben? Warte mal, wo habe ich jetzt? Da. Deckerhütte. Hier ist die Bibliothek. Stromhaus. Haus. Verschmutzungsreiniger. Das ist interessant. Okay, das muss ich dann wahrscheinlich dann doch hier bei Chatliebe machen. In meiner, wo bist du denn? In Deckerhütte? Ne, in meiner Bücherei. Bibliothek. Was? Bin ich doof? Wo ist das Glas? Glasverarbeitung. Strom. Brauche ich rote Forschung. Ah, okay. Finde ich hier ja irgendwie nicht rote Forschung. Da ist noch Forschung. Also, okay, jetzt hier geht's. Da muss ich an Glasverarbeitung ran. Das heißt erst Strom und dann Glasverarbeitung. Baue eine Sandmine, baue eine Glashütte und versorge sie mit Strom. Da muss ich erstmal hier erforschen. So, wir sitzen hier als 8 von 8. Das ist doch gut. Dann können wir dann mal wieder ein paar neue Häuser bauen. So, guck mal her. Und da noch eins. Hier so in diese... Direkt an die Schule ran. Dann ist der Weg nicht so weit. Ist der Weg nicht so weit. Hier wachsen diese schönen Plantagen. Kartoffeln werden importiert. Holzfäller haben wir. Vielleicht könnte ich hier nochmal... Gemüse. Tee. Kartoffeln. Ah, ich meine, das ist natürlich... Obst will ich irgendwann ja auch exportieren, ne? Dass es schon Sinn macht, mehrere Obstplantagen zu haben. Und ich brauche ein Lagerhaus demnächst mal wieder. Kostet aber auch richtig viel, alter Schwede. Wo brauche ich denn mein Lagerhaus? Ah, muss ja nicht hier direkt neben die. Hier ist eigentlich ganz smart. Hier wäre so ein Durchgang. Pass auf, machen wir erstmal das hier weg. Obwohl, hier könnte auch super eine Holzfällerhütte stehen. Da sind drei so Bäume, ne? Und da ist auch noch was. Dann mache ich da auch lieber... Bevor ich hätte dieser Durchgang, würde ich natürlich gerne mitnehmen. Auf der anderen Seite wächst hier auch nicht so viel, ne? Und irgendwann brauche ich eine zweite Holzfällerhütte. Und die hat hier schon gut zu tun. Oder ich baue die... schon hier ist schon ein guter Ort, finde. Als Fällerhütte, muss ich sagen. Mein Hafen funktioniert als Lagerhaus. Ja, das ist auch gut zu wissen. Stimmt.
Da habe ich erstmal genug eingelagert. So, Kartoffeln sind angekommen. Tee, Werkzeug ist da. Ich baue mal ein zweites Schiff. Was werden wir sowieso brauchen. Und beziehungsweise die können auch eine zweite, der kann ja auch noch eine zweite Sache mitnehmen, oder? Baue trotzdem schon mal ein zweites Schiff. Kolonieschiff. Nee. Gründungsschiff? Nee, brauche ich nicht. Brauche nochmal ein zweites Handelsschiff. Dann, das ist natürlich ein bisschen wie bei Anno auch, ne? Diese Warenkette zwischen den Inseln hin und her und so. Ah, sehe haben schon einige Leute hier so langsam keinen Bock mehr. Deswegen wird es Zeit, dass ich hier mal ein bisschen frisches Obst importiere. Und das mache ich gleich. Oh, hier ist es richtig heiß. So, bap, bap, Strom, okay, und, jetzt was, grüne Forschung? Habe ich hier grüne Forschung oder ist die auch komplett leer? Kann ich Forschung exportieren oder was? Das ist ja total bescheuert. Das muss ich mal eben checken. Kartoffelkahn. Mal eben gucken. So. Bob. Tatsächlich, ich kann grüne Forschung exportieren. Reservierte Menge. Ja, wie viel brauche ich denn da? Ich lasse erstmal 100 da. Und. So. Oh, kann der nur eine Sache? Dann habe ich erstmal Kartoffeln da. Ah, ne, da, Werkzeug. Und. Ah, ja, okay, jetzt macht er beides mit. Werkzeug weiß ich gar nicht, ob noch was ist. So, Forschung. Mhm. Soll eigentlich gehen, oder? Wo bist du jetzt mit meinem Schiffchen? Da. Ja, man kann tatsächlich Forschung einfach. Das Handelsschiff Fliegende Holländer wurde gebaut. Ach, das ist ja lustig. Fliegende Holländer ist ein super Name. Ich habe mal ein Comic gehabt früher, das hieß Der Fliegende Holländer und das war von Donald Duck. Das ist, war ein cooles Buch. So, pass auf. Mal schauen, ich glaube laut Plan muss ich jetzt mal zum Ende kommen, so ist es nämlich auch. Warte mal Leute, bam, jetzt wird euch gleich die Musik zu Ende gehen. So, Musik ist aus. Ihr Lieben, das war eine schöne Session mit euch. Bis jetzt waren wir ja live, ne? Seit heute Morgen. Und im Anschluss folgt jetzt direkt in diesem Moment eine niegelnagelneue Folge Green Hell. Und zwar Green Hell Episode 4. Tut mir mal einen Gefallen, weil ich werde heute im Verlauf des Nachmittags noch eine weitere Folge Green Hell für Freitag aufzeichnen. Und deswegen schreibt mir gerne Comments, damit ich die noch lesen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Video jetzt direkt auch bei YouTube online geht. Ansonsten gibt es ja auch ein Forum bei uns auf Rocket Beans TV. Im Forum gibt es ein Thread im Bereich Shows, Let's Plays mit Nils. Schreibt mir da gerne Tipps und so weiter, falls ich wieder mal irgendwas verrafft haben soll. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit Green Hell und dann gibt's wie gesagt morgen noch eine neue Folge. Euch einen wunderschönen guten Tag und heute Abend könnt ihr gerne alle mal den HSV unterstützen. Bis dahin, das war's von mir. Ich bin raus. Tschüss, hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.